Mario reitet als Elefant auf einer Röhre. Luigi singt mit Piranha-Pflanzen. Peach spaziert auf einer riesigen Schneekugel. Und Bowser wird zu einem bösen Schloss? Machen wir uns auf den Weg, denn eine Reise voller Wunder beginnt. Wie wunderschön! Willkommen im Blumenkönigreich. Es liegt gar nicht weit vom Pilzkönigreich entfernt. Mario und die anderen folgen einer Einladung von Prinz Florian und reisen zum ersten Mal dorthin. Schön sieht's hier aus. Hey, hallo! Hallo, mein kleines Blümchen! Zeit für ganz viel Spaß, würde ich sagen. Hey, da ist mein Bruder Luigi. Hey Luigi, du bist auch schon auf dem Weg, was? Sehr aufregend. Da freut sich Luigi. Und? Hallo, hallo. Ich freue mich so sehr, es geht endlich los. Und da vorne sind die Toadies, Yoshi als auch Prinzessin Peach und Mopsy. Hallo, hallo. Viel Vergnügen. Dankeschön. Und jetzt geht's los, ich verbeuge mich noch einmal. Und tada! Katztastisch begrüße ich euch zu Super Mario Bros. Wonder. Ein völlig verrücktes und neues Abenteuer beginnt. Und wir sind schon alle versammelt. Hier ist das Blumenschloss und ein Wundersamen. Und der Prinz ist natürlich auch da. Hier haben wir die kleine Raupe namens Prinz Florian. Tada! Das ist der Wundersamen. Und er sieht wunderschön aus. Der wird uns hier präsentiert. Ist das nicht toll? Aber irgendwas scheint hier vor sich zu... Moment mal. Kamek! Zusammen mit Bowser! Ein Wundersamen. Der gehört mir. Yeah! Ich spüre die Kraft. Zusammen mit dem Blumenschloss werde ich, Bowser, zu einem wunderbaren Schloss. Oh, oh, das ist ganz und gar nicht gut. Was sollen wir denn jetzt bloß tun? Schaut euch mal die ganzen Piranha-Pflanzen an. Die sehen echt furchteinflößend aus. Wow! Moment, was hat er vor? Wo fliegt er hin? Hier ist noch alles wunderbar, doch plötzlich... Oh, oh. Nein! Was ist denn jetzt los? Schnell ins Haus! Da sind wir hoffentlich sicher, oder? Oder vielleicht auch nicht? Was passiert mit dem Haus? Hilfe! Hilfe! Oh nein, Hilfe! Wir müssen ihn retten! Oh nein! War das nicht dieser fiese Bowser? Wie konnte er unser Blumenschloss und die Wunderblume stehlen? Unfassbar, dass dieser Kerl auf diese schlimme Art mit unserem schönen Blumenschloss verschmolzen ist. Damit darf Bowser nicht durchkommen. Gar nicht auszudenken, was er alles anrichten könnte. Hey, wir helfen dir einfach. Was, wirklich? Ja, nicht nur ich, sondern alle. Luigi, Peach, die Toads, Daisy, Toadette, einfach alle. Wie? Ihr alle möchtet helfen? Vielen Dank! Dann komme ich gerne mit und weise dir den Weg. Nur einen Augenblick. Und schwuppdiwupps. Was? Ah, du sitzt auf meiner Mütze. Okay. Dann mal los, Freunde. Tschüss. Oh, die Yoshis, die dürfen nicht fehlen. Und natürlich Mopsy. Wie sollte es anders sein? Ich glaube auch an dich, liebe Blume. Warum auch immer. Ich glaube trotzdem an dich, auch wenn du kein Abenteuer erleben wirst. Röhrenfelsen Wiese. Damit beginnt das Abenteuer hier. Und zwar willkommen im Blumenkönigreich. Und los geht's! Und los geht's! Ich freue mich so. Ah, allein die Farben. Die Farben in diesem Spiel sind wunderbar. Und da noch im Hintergrund das Ba-da-ba-ba-ba. Sehr gut. Was für ein wundervoller Tag. Hallo, aufwachen. Ich schlafe auch. Zack. Gut, geschafft. Und schwupps, nicht die Mütze vergessen. Die kleinen wunderbaren Details hier im Spiel. Ey! Oh, ich habe gerade den Goomba nur geschubst. Wenn sie schlafen, dann greifen sie nicht an oder können uns nicht Schaden zufügen. Und ihr seht es selbst, ich bin jetzt Mario als Elefant. Sehr toll. Mit seinem Rüssel kann er die Goombas einfach weghauen. Und somit ist er nahezu unschlagbar.
Natürlich nicht ganz. Er kann trotzdem angegriffen werden. Und ein extra Samen oder eine extra Frucht in dem Fall. Das sind Elefantenfrüchte, gar keine Pilze per se. Und man kann sie ja sparen, sammeln und sie jederzeit einsetzen. Links oben seht ihr sie. Wenn ich A gedrückt halte, kann ich mir ein extra Power-Up nochmal holen, falls ich eins brauche. Wups! Einfach umgehauen. Und jetzt können wir noch das Gras bewässern. Dadurch bekommen wir ab und an mal Münzen. Sehr schön. Ich lieb's so sehr. Und ich hoffe, ich kann euch mit guter Laune ein bisschen anstecken. Hallo! Echo! 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 Dieses Echo mache ich selber. Und was haben wir hier? Tada! Noch mehr Röhren, die einfach so aus dem Nichts erscheinen. Moment mal. Was geht hier vor sich? Eine Wunderblume? Genau die gleiche, die Bowser eingesammelt hat? Dann mal los! Was wird jetzt passieren? Die ganze Umgebung ist total verrückt geworden. Ist total wunderbar. Also das ist doch zum Verrücktwerden. Richtig wundervoll. Ich werde jetzt ab und zu diese Wonder-Gags einbringen. Ob sie gut sind oder nicht, das dürft ihr selbst entscheiden. Aber ich finde das Spiel jetzt schon wundervoll. Mal gucken, was wir alles erleben werden. Und jetzt hier. Wie ein Wurm. Röhrenwürmer. Hey, wartet auf mich. Nicht so schnell. Boah, jetzt habe ich ein bisschen was verpasst. Kommen noch mehr von den Röhrenwürmer? Ja, super. Somit komme ich auch zu diesem Baum nach oben. Doch lasst uns die Reise hier fortsetzen. Zack, alles eingesammelt. Und dann geht es hier noch zu den anderen Münzen. Super. Und damit sammeln wir auch wieder einen Wundersamen ein, sodass der Effekt vorbei ist. Das wäre der erste Wundersamen gewesen. Übrigens, unsere Aufgabe besteht, falls wir das Spiel komplett durchspielen möchten, damit meine ich zu 100%, besteht darin, drei große lilafarbene Münzen einzusammeln, stets oben die Flagge zu erreichen, so wie jetzt mit Elefanten Mario, als auch natürlich alle Wundersamen in einem Level zu finden. Das heißt, dieses Level haben wir zu 100% gemeistert und gießen dafür auch den kleinen Poplin. Oder wie heißen die noch gleich? Popelin oder so? Wir werden es noch erfahren. Prima. Wundersamen werden uns auf unserem Abenteuer sehr nützlich sein. Sammeln wir doch noch mehr. Das tun wir, denn die brauchen wir auch, um gewisse Level zu erreichen. So, im Menü kann man auch stets den Charakter wechseln. Und das werde ich jetzt für jedes Level machen. Ich habe nämlich vor, hier ein bisschen Abwechslung auch mit den Charakteren zu bringen. Und werde daher immer mal durchmischen. Nicht unbedingt immer in der Reihenfolge, aber kreuz und quer. So, das Level kennt ihr vielleicht noch nicht. Denn das ist ein Level, das ich euch noch nicht zeigen konnte im letzten Mario Wonder Spiel. Oder im letzten Mario Wonder Video, besser gesagt. Und das hat etwas ganz Besonderes an sich. Etwas, was ihr wahrscheinlich schon im Intro gesehen habt. Denn ich finde das so toll, dass ich das wahrscheinlich ganz am Anfang des Videos für euch einblenden möchte. Das ist so putzig gestaltet. Und Luigi darf das jetzt hier in vollen Zügen genießen. Wir als Feuer-Luigi. Und ich meine, machen wir uns nichts vor. Die Feuerkraft ist sehr, sehr wichtig, wenn wir es mit Piranha-Pflanzen zu tun haben. Und schwuppdiwupps, wieder eine Feuerblume eingesammelt. Damit haben wir zwar unsere Elefantenfrucht überschrieben, aber die Elefantenfähigkeit ist in diesem Level vielleicht auch nicht ganz so praktisch und wichtig wie die Feuerblume selbst. Und schwuppdiwupps, vom Hintergrund geht es wieder zurück in den Vordergrund. Schön wieder hier zu sein und schwupps. Also kann man doch dahin kommen. Ja, so kann man dahin kommen, genau. Nimm einfach die rote Röhre. Und weiter geht's. Ich lieb's. Laufende Pflanzen, irre, ja total. Aha. Ein versteckter Block. Was mag sich darin wohl verbergen? Da gibt es einen Extrapilz. Supidupi. Und hier eine Flagge sowie... Ja, Vorsicht. Noch mehr Piranha-Pflanzen. Die gibt es wirklich überall. Ich frage mich gerade, ob ich da in die Röhre kann. Wahrscheinlich nicht, weil die Piranha-Pflanzen da reingehen. Die kommen nämlich aus der rechten Röhre heraus. Und ja, die laufen dann einfach da rein.
Na gut. Wundersamen. Oh, jetzt wird's verrückt. Jetzt wird's auch richtig lustig und toll. Genießt es bitte genauso sehr wie ich. Macht euch bereit. Aufmerksam sein. Jetzt wird gesungen. Piranha Pflanzenparade. Und los geht's. Da 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 da. Ja, da sieht man doch mal, dass Piranha-Pflanzen nicht immer böse sein müssen. Sie sorgen für gute Laune und schenken uns ein Konzert. Ist das nicht toll? Ich kann sie auch abschießen mit der Feuerblume. Dann singen sie allerdings nicht weiter. Logisch. Das große Finale. Dam, dam, dam. Ach toll. Toll, toll, toll. Ich lieb's. Was für ein tolles Level. Und ich hoffe so sehr, dass wir noch mehr von diesen Überraschungen hier im Spiel sehen werden. Oh, ja. Sehr, sehr toll. Sehr toll. Oh! Okay, Luigi. Du hast dieses wundervolle Level so gut wie gemeistert. Und darfst jetzt noch in die... Oh, nicht in die Röhre. Die ist für uns gesperrt. Ein versteckter Block für den roten Yoshi. Und dann sind wir auch schon am Ziel. Jetzt gilt es noch ganz weit zu springen. Super, wunderbar. Luigi hat es geschafft. Schwuppdiwupps. Und da bekommen wir einen Wundersamen. Sehr toll. Dankeschön. Bye, bye. Alright. Zeit jetzt wieder den Charakter zu wechseln. Und ich würde sagen, wir brauchen jetzt wieder Mädchenpower. Frauenpower. Denn Prinzessin Peach gehört definitiv zu meinen Lieblingscharakteren. Vor allem auch hier. Denn sie ist so schön gestaltet als Figur. Ich mag Prinzessin Peach sehr. Oh, Entschuldigung. Das ging jetzt ein bisschen daneben. Schnappen uns doch einfach die Elefantenfrucht. Prinzessin Peach als Elefant. Ja, super. Da, 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 da. So. Ja, ja, wir kommen gleich zu dir. Liebes Erdmännchen oder bist du ein Flughörnchen? Irgendetwas wirst du schon sein. Und, oh! Ja, diese, ich sag mal, Bienenwaben haben leider das kleine Hörnchen zerquetscht. Aber keine Sorge. So ist das manchmal eben. Und jetzt geht's weiter. Jetzt wollen wir die Reise hier fortsetzen. Gucken mal, was wir noch entdecken dürfen. Schaut mal, man sieht auch immer wieder Pflanzen, die Wasser benötigen. Wie hier zum Beispiel. Ah, habt ihr das gesehen? Dadurch haben wir weitere Goldmünzen erhalten. Das gleiche gilt auch für diese Stelle hier. Supidupi! Ach ja, wir genießen es. Hey, stopp! Stehen geblieben! Den Zehner wollen wir haben! Hey, Fiesling, das brauchen wir doch, um das Level zu 100% abzuschließen. Naja, wir tricksen dich noch aus. Keine Sorge, wir kriegen dich noch. Ha, in die Enge getrieben. Doch davor jonglieren wir erst einmal mit diesem roten Cooper. Und ausgezeichnet. Fantastisch, das gibt uns extra Münzen. So, jetzt bist du aber an der Reihe. Das wäre die erste lilafarbene Münze. Und jetzt, oh, rein mit uns. Gerade noch so in die Röhre reingepasst als Elefant. Hier gibt es auch was. Oh nein! Wowisawi! Da wurde ich leider erwischt. Ist euch aufgefallen, dass Prinzessin Peach, Mario glaube ich auch, immer wieder sagen, Wowisawi. Ich glaube, wenn sie das Level betreten, sagen sie das. Wow! Wowisawi! So, ich habe zum Glück einen Ersatz-Elefantenpilz. Genauer gesagt eine Elefantenfrucht. Und damit geht es mit Stampfattacken weiter. Mit meinem Rüssel werde ich euch alle stoppen. Oh, ja, schaut mal. Ich schieb einfach mal die Röhre. So, ich könnte jetzt ein schönes Muster zeichnen oder gestalten, indem ich die Röhre jetzt nach rechts geschoben hätte. Dann hätten wir rot, grün, rot, grün, rot. In Form einer Spitze, einer Pyramide, einer Rakete von mir aus. Aber ich hab's mal ein bisschen anders gestaltet. So, Checkpoint. So, ja, ja. Du steckst da oben fest. Und jetzt kabum. Oh, da habe ich wohl einen Pilz erwischt und keinen Elefantenpilz. Ich sage immer Elefantenpilz. Ich glaube aber, es ist eine Elefantenfrucht. Entschuldigt jetzt schon mal für die kommenden Videos.
wenn ich das immer wieder sagen werde. Das liegt so ein bisschen in mir, denn Power-Ups sind für gewöhnlich ja im Mario-Universum Pilze, oder? Wobei, ist die Boomerang-Fähigkeit beispielsweise ein Pilz oder eine Frucht? Naja, ihr seid da bestimmt besser informiert als ich. Und ich bin gespannt, was ihr sagen werdet. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Nicht nur zur Frucht, sondern generell zum Spiel Mario Wonder. Wuhu! Jetzt sammeln wir ganz wild alles ein, was wir hier bekommen. Das ist ein Power-Up, wo es ein Zeitlimit gibt. Das seht ihr oben an der Zeit. 10 Sekunden habe ich. Die werden aber immer aufgefüllt, wenn ich einen Stern einsammle. Und da es hier so viele Sterne gibt, kann man diese Wunderkraft also theoretisch unendlich lange behalten. Also es ist nahezu unmöglich, keinen Stern zu berühren, oder? Einen Stern auszuweichen. Aber leider ist diese wundersame Kraft nun auch schon beendet. So, Prinzessin Peach, noch einmal darüber. Achtung! Diesen Aufstieg hier brauchen wir, um nach oben zu kommen. Und schwupps, geschafft. Ist das nicht wunderbar? Wir haben wieder einen der Bewohner gerettet. Hey, mein Kleiner. Tada! Wieder alle Wundersamen gefunden. Zugegeben, das ist zu Beginn des Spiels auch nicht sonderlich schwer, wenn man alles gründlich anguckt, sich alles anschaut. Und jetzt geht's weiter zum Hügel. Okay, oh oh. Bowser. Das gefällt mir. Das Blumenschloss ist mein. Ja, ich bin das Blumenschloss. So viel wundervolle Macht. Ich spüre, wie ich stärker werde. Und stärker. Und noch stärker. Bald wird alles mir gehören. Hey, du Fiesling. Stehen geblieben. Dieser elende Bowser. Er wird noch alles verwüsten. Das lasse ich nicht zu. Wir müssen irgendwie zu ihm gelangen. Das stimmt, Prinz Florian. Lass uns sofort darüber. Ah, nehmen wir davor noch eine Propellerblüte, um zu ihm aufzuschließen. Ja, genau, das habe ich gemeint. Da gibt es einen kleinen Wirbel, den nutzen wir gleich mal. Um jetzt, tada, wie Prinzessin Peach sagt, um auf die andere Seite zu gelangen. In der Zwischenzeit zieht das Schloss von Bowser aber weiter. Und gestaltet oder eröffnet neue Level für uns. Aha, da lässt er sich vorerst nieder, verstehe. Oder auch nicht, er fliegt weiter, aber da ist Bowser Jr. Spitzenklasse, mein Papa ist jetzt ein Schloss. Er hat jetzt so viel Macht, dass niemand ihn noch aufhalten kann. Ja, ja, freu dich nicht so früh. Die Katzen-Community, unsere Katzenfreunde sind hier, um euch zu stoppen. Und? Das wird ja immer schlimmer. Schau nur, diese Pflanze hat sich um das Haus dort gewickelt. Oh oh, wir müssen diese Pflanze stoppen. Ah, jetzt weiß ich. Wir sollten es einmal mit unseren Wundersamen probieren. Sie sind sehr mächtig, daher können sie uns vielleicht mit diesem Problem helfen. Genau, schaut mal, wir brauchen 3 Wundersamen, um das Level zu erreichen. Das heißt, die Wundersamen, die wir im Level einsammeln, sind wichtig für uns, um im Spiel voranzukommen. Man muss nicht jede einsammeln, aber sammelt stets so viele wie möglich. Vielleicht hilft es euch, falls ihr mal Wundersamen nicht findet, ja, die Videos anzusehen, die auch als kleine Lösung für euch dienen. Falls ihr das Spiel selbst spielt, natürlich. Ist hier alles in Ordnung? Ich hatte ja solche Angst. Ich dachte, ich würde auf der Stelle verwelken. Aber das Abzeichen ist in Sicherheit. Oh, Abzeichen. Die verleihen einem doch verschiedene Effekte, wenn man sie sich ansteckt. Reisende durch das Blumenkönigreich sollen sie oft nutzen, habe ich gehört. Also, Prinz Florian, ich bitte dich, dass du dieses Abzeichen annimmst. Jemand von deinem prinzlichen Geblüt weiß sicher etwas damit anzufangen. Oh ja, sehr gerne doch. Jui, zack, tupi. Wie eine Blüte. Toll, ich wollte ja immer schon eins haben. Vielen Dank. Mit diesem Abzeichen kann ich auf unserem Abenteuer bestimmt überaus hilfreich sein. Da geht mir das Herz auf wie eine Knospe. Ich bin ja so froh, dass es dir gefällt, Prinz Florian.
Abzeichen können euch auf euren Abenteuern viele Unannehmlichkeiten ersparen. Und schwupps, es geht los. Bye bye, sagt Daisy. Bye bye. Hier drüben geht's weiter. Dankeschön, liebe Pflanze. So, wo sind wir denn jetzt gelandet? Abzeichen, Übungsplatz, Fallschirmmütze. Drück in der Luft R oder schüttle den Controller, um deine Mütze als Fallschirm zu nutzen und deinen Fall zu verlangsamen. Alles klar. Das wollen wir doch gleich mal ausprobieren. Drücke einfach die R-Taste in der Luft. Okay, mache ich. Weiß jemand, was die R-Taste ist? Ja, wir wissen, was die R-Taste ist. Der rechte Joy-Con besitzt die R-Taste, die sogenannte Schultertaste. Hui! Und geschafft. Bis später. Ich liebe auch die Pflanzen, die sprechenden Pflanzen. Kann man übrigens ausschalten, dass sie nicht sprechen. Aber ich lasse sie drin. Oh, sieh dich mal hier um. Hier gibt es ja so viel zu entdecken. Ja, schau mal, tatsächlich. Aber da ist schon wieder eine von diesen widerwärtigen Pflanzen. Wir brauchen mehr Wundersamen. Schnell, schnell. Also, wohin gehen wir zuerst? Wenn du dir die Karte ansehen möchtest, drücke einfach L. Okay, mein Lieber. Ich würde sagen, wir haben einige Level zur Auswahl. Mich interessiert aber das Level hier. Einen Galopteros hält gar nichts auf. Und das sind die Kleinen. Wow! Oh, wowie-saui. Der hat mich doch glatt angegriffen. Tja, Teppichtörtchen. Ich sollte vorsichtiger sein. Uah, nicht schon wieder. Und weg ist er. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Mario Brothers Wonder hier auf Katze. Wir sind im Level mit den Galopteros stehen geblieben und dürfen ihnen mit Daisy und ihren Feuerblumen so richtig einheizen. Also mit Feuerbällen natürlich. Was haben wir denn da? Weitere Münzen sammeln wir ein und da unten ist eine 10er-Münze. Die muss ich einsammeln, wenn ich das Level richtig durchspielen möchte, also zu 100%. Dazu brauche ich aber die Hilfe von diesem Galopteros. Oh, 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 oh. Einmal durchgerannt. Achtung, uiuiui. Ey, seid bitte vorsichtig und bitte auch lieb zueinander. So, mal gucken mit der Schnecke, mit dem Schneckenhaus. Einmal dagegen. Oh, 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 oh. Knappe Kiste. Das Schöne ist, dass man auf den Galopteros eben auch reiten kann. Das wird im Laufe des Levels noch super spannend und lustig werden. Aber ja, seht selbst, wenn es dann soweit ist. Dann gibt es hier ein paar Münzen. Ich glaube, ich kann nicht durch die rote Röhre. Deswegen... Oh ja, hier. Der Baum ist langweilig. Dagegen ist der Baum aber alles andere als langweilig. Denn mit einer Dampfattacke... Okay, zufällig was gefunden. Mit einer Stampfattacke werden wir nach oben geschleudert. Und zack, landen wir über den Wolken. Mit bösen Wolken. Wir wollen dich fressen, Daisy. Nein, 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 nicht mit mir. Und tschüss. Ich finde besonders toll auch, dass Daisy hier diesen Fallschirm hat. Den haben wir ja in der ersten Folge freigeschaltet. Damit können wir ein bisschen schweben. Also ein Abzeichen, welches von Prinz Florian getragen wird. Was uns auf unserem Abenteuer unglaublich hilfreich ist. Oh, Glück gehabt. So, wir wollen noch zu den Fragezeichenblöcken. Da wird bestimmt eine Feuerblume drin sein. Ja, war es tatsächlich. Also sie war tatsächlich da drin. Und da, da funkelt etwas. Ja, ja, da ist was Wundersames drin. Und hier, Weisheitszähne. Das habe ich mal gesagt. Aber ich glaube, ihr habt recht, denn das sind keine Weisheitszähne, sondern Pilze. Ein Wundersamen, eine Wunderblume, besser gesagt, gefunden. Und es kommen Galopteros auf uns zu. Doch auf denen können wir reiten. Eine richtige Horde. Wow! Erinnert mich so ein bisschen an die Szene aus König der Löwen. Wisst ihr, mit den Gnus. Bringt mich zu einer Geschichte, also zu einer Idee. Mal gucken, was sich umsetzen lässt. Aber jetzt erstmal weiter mit den Galopteros. Oh, Achtung, da werden alle Pilze, alle in Anführungszeichen Weisheitszähne, einfach so bezwungen. Und wir kommen zum Wundersamen Nummer 1. Zwei gibt es an der Zahl. Und ich frage mich, ob es hier hinten noch etwas gibt. Denn aufgrund dessen, dass wir auf den Galopteros umhergeritten sind, haben wir ein paar Sachen verpasst, wie zum Beispiel all diese Münzen. Zugegeben, die sind nicht so wichtig, denn 100 von ihnen ergeben ein Extra-Leben. Mit 12 Leben sind wir ganz gut dabei.
aber es gibt bestimmt noch lila Münzen. Ah ja, schaut mal, hier eine lilafarbene 10er-Münze. Wobei, das ist eher ein Pink, nicht wahr? Eine, ja, oben links wird es eher lila dargestellt. Und hier im Spiel, also auf der, ja, im Level selbst eher pink, wie ich finde. Einigen wir uns einfach auf lila. Okay. Uah. Und hier links gibt es noch kleine lila Münzen, die sind aber nicht so wichtig. Klar, die braucht man, um dann im Laden Dinge einzukaufen. Das werden wir auch heute tun. Aber so wichtig sind sie jetzt nicht. Nicht so wichtig wie die großen. Okay, raus aus dem Level und ab über den Wolken geht es weiter. Und hey! Und schaut euch mal das an. Wie groß diese Fahnenstange ist, dieser Fahnenmast. Da rutschen wir runter und da ist ein Poplin. Hey, vielen Dank. Aha, schaut mal. Wir haben einen Wundersamen verpasst. Und ich habe so eine Vermutung, wie wir an diesen kommen. Kleine Anmerkung an dieser Stelle, ich werde alle Wundersamen natürlich einsammeln. Wir kommen irgendwann mal zu diesem Level zurück. Aber jetzt tausche ich erst einmal und spiele mit dem blauen Toad weiter. Kurz zu der Galopterus-Geschichte. Jetzt kommt Roll, Roll, Rolf! Schaut euch den mal an. Boing. Hallo. Wow, wow, wow. Und da rollt er davon und landet in der Grube. So, und dadurch haben wir eine Art Trampolin. Hey, Toadie als Elefant! So, aber jetzt, was ich noch sagen wollte, entschuldigt bitte, die Galopteros. Ich glaube, man kommt zum zweiten Wundersamen, indem man nicht die Wunderblume aufsammelt, da man so zum normalen Ende des Levels kommt. Und da ist ja auch noch ein Poplin in seinem, naja, in seinem Käfig, in seinem Häuschen. Aber ja, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, beziehungsweise sagt am besten nichts, ich finde das lieber selbst heraus. Einige von euch, bestimmt viele von euch, die das Spiel besitzen oder schon haben, die sind ja schon viel weiter als ich. So, und weg mit dir! Roll, roll, roll! Bumm! Boink! Wie sie auch schauen und wie sie dann da drin stecken, die tun mir ein bisschen leid. Hallo! Ja, hallo! Ja, hallo, sagt die Blume! Die Koopas laufen auch so lustig. Und jetzt wird wieder ein bisschen jongliert. Oh, Moment. Zack! Oh, oh, oh! Ah, okay, okay, ich verstehe schon. Ja, so funktioniert das. So wird ein Schuh draus. Fantastisch. Vielen Dank. Ich würde eher sagen, katztastisch. Das pflegen wir hier in unserer Katzen-Community. Ja, die Katzenfreunde hier sagen doch alle katztastisch, nicht wahr? Wenn etwas gut gelaufen ist, wenn etwas gelungen ist, war das katztastisch. Und wenn mal etwas nicht funktioniert, tja, Teppichtörtchen, solche Momente gibt es dann auch. Völlig normal, also. Nur nicht traurig sein, das gehört dazu. Weiter geht's. Zack. Und ich glaube, da komme ich sowieso nicht rein. Jetzt einmal den Rolf hier runterschubsen. Und wow, das war eine schöne Kette. Vor allem hat es uns ein extra Leben geschenkt. Oh, eine 3. Dreimal müssen wir die Blase, ja, anspringen, sodass ganz viele Geschenke rauskommen. Fast schon wie eine Art Pinata. So, da. Sehr toll. Einfach durchgetackert, aber leider auch keine Röhre, die wir betreten können. So, ein bisschen Wasser für unseren Elefantenrüssel. Dadurch können wir Wasser speichern und, ja, das Gras bewässern, sodass wir ein paar Münzen bekommen. Ui, Entschuldigung, mein lieber Freund. Und da will ich auch noch nach oben. Vielleicht ist da etwas versteckt. Also, lasst uns mal nachsehen und boing. Wie bist du denn hier hochgekommen? Nun ja, also, diese rollenden Rolfs haben mir geholfen. So, ah, der Hintergrund ist auch richtig schön. Man sieht auch die zweite Welt im Hintergrund. Das weiß ich nur aufgrund dessen, weil ich ja beim Testspiel die zweite Welt schon erkunden konnte. Und ja, deswegen weiß ich, was so demnächst auf uns zukommt. Wow, 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 wow. Okay, au, au, Vorsicht. Das wird knifflig. Nein, nein, nein. Wow, wow, wow. Und da ist der Wundersamen. Wir haben 50 Sekunden Zeit, um an diesen zu kommen. Aber das ist gerade so lustig mit diesen Rolfs. Ich lasse mich noch ein bisschen hier treiben und einfach mal wegschubsen. Hey, Moment. Ich hätte noch gerne diese lila Münzen. Entschuldigung. Nein, nein, nein. Bevor sie verschwinden. Oh nein, ich glaube, den kriege ich nicht mehr, oder? Nee, der ist weg. Naja,
Wundersamen eingesammelt. Ziemlich bunte Kiste, das kann man nicht anders sagen. So, Jody. Der sieht echt aus wie, weiß nicht. Also in seinem Outfit als Elefant, der sieht aus, als wäre er frisch aus Agrabah gekommen. Kennt ihr Agrabah aus Aladdin? Komm mit mir, dieses Land bietet dir allerhand diesen Abenteuer furios. Okay, Rolf, bitte, ich komme mal zu dir, okay, oder so. Jetzt brauchen wir einen eleganten Sprung und dann geht's darüber. Und mit unserem Schirm, mit unserer Schirmmütze, wie auch immer, klappt das wunderbar. Ein Poplin schenkt uns einen Wundersamen. Damit haben wir in diesem Level alles gefunden? Moment, habe ich auch alle Münzen gefunden? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das der Fall war. Zumindest gibt es jetzt ein neues Level. Ah, du hast also einige Wundersamen gesammelt. Die können uns bestimmt noch nützlich sein. Gehen wir doch mal zu der Stelle, wo sich diese gewundene Pflanze befindet. Ja, das können wir machen, Florian. Hier gibt es neue Level für uns. Aber ja, dann schauen wir doch mal, was uns Prinz Florian hier zeigen möchte. Und die Wundersamen brauchen wir, wie schon in Folge 1 erklärt, um neue Level freizuschalten, um das Spiel auch voranzutreiben. So, das Level werden wir aber zu einem späteren Zeitpunkt machen. Ich gehe erstmal hier rüber. Ich nehme dazu jetzt einen Yoshi und die unverwundbaren Charaktere wie Yoshi und Mopsy verwende ich hauptsächlich für die kleinen, kurzen Level. Nur als kleiner Hinweis. Halte beim Laufen Y gedrückt, um zu rennen, schnappt ihr so den Wundersamen. Okay, let's go, Yoshi. Mach dich auf den Weg. Los! Yoshi als Reittier sollte das doch wunderbar meistern. Und zack, geschafft. Ja, gar nicht so schwer, muss man sagen. Aber klar, um in das Spiel reinzukommen, sind die ersten Missionen gar nicht so schwierig. Denn das ist ja auch eine Art Tutorial, um zu erfahren, wie das Level funktioniert. Oder das Spiel an sich. Wieder ein kleines Level. Ich teste jetzt Mopsy aus. Das ist nämlich nur eine Verschnaufpause. Wundersamenmusik. Und ihr hört es schon, es ist das Bonus-Level-Lied aus Super Mario World. Da, da, ra, da, da, ra, da, 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 da. Also an alle, ich sag jetzt mal, älteren Zuschauer hier, an alle Nostalgiker, ihr werdet das Lied erkennen. Ah, wunderbar, wunderbar, da geht mir das Herz auf. Ich liebe es. So, sehr schön. Und wir sammeln Wundersamen Nummer 1 ein. Das war ja nur der einzige in diesem kurzen Level. So, genau. Und diese... Oh, reißt zusammen. Mal gucken. Hallo, schön dich zu treffen. Ich bin Professor Antenne. Sprich mich gern jederzeit an, wenn du etwas über das Online-Spiel lernen möchtest. Kommen wir gleich zum Thema. Hier eine spannende Lektion. Teil deine Abenteuer mit Spielern aus der ganzen Welt. Spielst du online, kannst du den Spaß mit Leuten auf der ganzen Welt teilen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie sich Spieler in einer schwierigen Situation gegenseitig helfen können. Klingt doch nach einem tollen Grund, online zu gehen, oder? Setze das Gelernte in die Tat um. Ja, das machen wir auf jeden Fall mal, wenn wir zusammen online spielen, also in Form von Livestreams. Das wird gut. Willkommen! In diesem Laden blüht jeder Kunde auf. Wir verkaufen alles Mögliche. Bezahlt wird mit Blumenmünzen. Da haben wir schon einige gesammelt. Und wir kaufen uns erst einmal die Belohnungsmünze. Dadurch erhalten wir mehr Münzen von besiegten Gegnern. Wundersamen gibt es auch. Und ja, Pilze brauche ich erstmal nicht. Dafür aber Zufallsaufsteller. Die sind interessant für das Online-Spiel, weil man dann nochmal einen Punkt hat, um zu respawnen. Was bedeutet das? Das bedeutet, falls ihr K.O. geht im Spiel, zum Beispiel mit eurem Yoshi in den Abgrund fallen solltet, könnt ihr als, in Anführungszeichen, Geist zu diesen Aufstellern fliegen, um wieder hergestellt zu werden, also um weiterzuspielen. Wollen wir ein anderes Abzeichen anlegen? Nö, erstmal nicht. Komm gerne jederzeit wieder. Das mache ich. Wir schauen mal, was da oben so abgeht. Felsblockade. Oh, wie furchtbar. Nur dieser gemeine Bowser ist schuld daran, dass hier ein Felsen auf den Weg gefallen ist. Ich würde ihn zu gern zerbrechen, aber er ist einfach so riesig. Wenn ich doch nur 10 Blumenmünzen hätte. Durch die werden wir Poplins stärker. Ja, bitteschön.
Wow, danke. Jetzt strotzen meine Blütenblätter nur so vor Kraft. Den Fels aus dem Weg zu räumen, wird nicht lange dauern. Hey, du Fels, hör auf, im Weg zu sein. Was für ein Spruch. Und da setzt er seine Spitzhacke ein. Zack, weg ist der Stein. Dankeschön. Mit der Kraft, die du mir geschenkt hast, konnte ich den Fels zerschmettern. Dein Weg ist jetzt frei. Dankeschön, lieber Poplin. Uiuiui, wieder viel zu entdecken. Zwei große Level, wie es scheint. Nee, eines ist klein. Okay, Steuerung anpassen möchte ich nicht. Dann lass uns in dieses Level gehen. Das wird wahrscheinlich wieder ein kleines sein, da ich aber jetzt Yoshi und Mopsi mal gespielt habe. Nehme ich mal Prinzessin Peach. Wobei, Toadette habe ich auch noch nicht gespielt. Kommt noch, meine Lieben. Falsche Mütze 1, Abzeichentest. Drücke in der Luft R oder schüttle den Controller, um deine Mütze als Fallschirm zu nutzen und deinen Fall zu verlangsamen. Mini Peach. Du kannst es. Zack, sehr gut. Schwebe in der Luft, das werde ich. Und wir fliegen weiter. Also gerade diese Abzeichentests sind einfach dazu da, um, ja, das Fliegen einfach zu lernen, zu beherrschen, zu trainieren, zu üben. Sucht's euch raus. Und weiter geht's. Oh, da komme ich nicht hoch, oder? Weiter so. Ja. Ja, vielleicht knapp. Ich gehe nochmal auf dieses Karussell. Und dann an der obersten Stelle hier rüber. Super. Weiter so. Ui, das klappt wunderbar. Da unten ein Checkpoint. Zack. Und weiter geht's. Weiter geht der Spaß auf diesen Plattformen. So, Anlauf nehmen und rüber mit uns. Beeindruckend. Oh, danke schön. Sehr beeindruckend. Und wir müssen gleich am Ende des Levels sein. Das ist ja nur ein kleines Abzeichen-Level. Oh, es sieht danach aus. Und der letzte Sprung ist uns auch gelungen. Wir haben alle Münzen gefunden und auch wieder die oberste Stelle des Fahnenmastes erwischt. Dankeschön, Level beendet. Wieder einen Wundersamen eingesammelt. So, jetzt bin ich aber... Ciao! Ciao, Kakao! Jetzt bin ich aber super gespannt auf das nächste Level. Das möchte ich mit Mario bestreiten. Denn hier gibt es rollschuhfahrende Koopas. Die kennen wir vielleicht schon, also die meisten von euch, von den Trailern zu Super Mario Wonder. Schaut euch das mal an. Da kriegt man richtig Lust, wieder Inliner zu fahren. Okay, schauen wir mal. Hier links oben war was. Ich habe es gesehen und... Ja, ein paar Münzen. Ist doch nicht schlecht. Sammeln wir ein und springen fröhlich und munter weiter durch das Level. Haha! Wieder schön eine Feuerblume eingesammelt. Und oh, ein versteckter Block. Und wir kriegen eine Münze. So, jetzt frage ich mich, ob die Koopas irgendwie wichtig sind. Darf ich sie mit den Feuerbällen bezwingen? Oder brauche ich sie noch für irgendein Rätsel? Zum Beispiel, indem ich mir... Oh, eine Lego-Blume. Für mich sehen die echt aus wie Lego-Blumen. Ja, oder brauche ich vielleicht diese Koopa-Panzer, um irgendein Rätsel zu lösen? Noch vier. Ah, okay, okay, ich verstehe schon. Ich muss sie alle besiegen. Zack. Und nochmal. Großartig. Ja, großartig. Das war gar nicht so schwer. Dann geht's wieder runter mit uns. Und, ah ja, wir landen mit einer Stampfattacke unten. Ich dachte, dass ich mit der Lego-Blume wieder runterkomme. Ich mag übrigens diese pinken Koopa-Panzer sehr. Gab es jemals ein Spiel, wo es pinke Koopa-Panzer gab? Ich würde mal sagen, nein. Mit Ausnahme vielleicht von Paper Mario-Spielen, wo die Koopas freundlich waren und, naja, es unterschiedliche Koopa-Charaktere gibt. Unter anderem vielleicht ein paar pinke Koopas eben. So, weiter geht der Spaß. Schauen wir doch mal, was als nächstes kommt. Hier können wir einmal kräftig dran ziehen. Wow. Was war das denn? Nochmal eine Extra-Blume. Bam, badam, badam. Ich freue mich schon auf die kommenden Power-Ups, die noch kommen werden. Bisher kennen wir ja die Elefantenblume. Oder genauer gesagt, die Elefantenfrucht. Es ist, wenn man die Ohren sich mal wegdenkt, als auch den Rüssel, ist es ein Apfel. Aber ansonsten kennen wir ja noch den normalen Pilz, als auch die Feuerblume, die wir aktuell auch nutzen. So, und als Feuer-Mario ist das schon ziemlich cool. Ich mag auch den Art-Style, also die Gestaltung des Spiels. In diesen, naja, süßen,
Kann man Pastelltöne sagen? Eigentlich sind es keine Pastelltöne, es sind sehr kräftige Farben. Aber der Hintergrund ist sehr pastellartig gestaltet. Gerade die ersten Level in dem Spiel, sehen sehr, sehr knuffig, süß und kunterbunt aus. Okay, klasse. Da ist noch ein Cooper. Okay, der Cooper ist weg. Der konnte mit seinen Inlinern fliehen. Oder Rollschuhen. Ich weiß gar nicht, was die jetzt genau haben. Wahrscheinlich sind das Rollschuhe. Was haben wir hier? Ein paar weitere Münzen. Nehmen wir alle mit auf. 94 Blumenmünzen haben wir aktuell. Da geht noch einiges. Und hier, da seht ihr einen Fragezeichenblock. Da ist der Panzer wichtig. Dadurch kommen wir an die große und letzte 10er-Münze. Ja, gut, dass wir uns den Panzer noch mitgenommen haben. Und da unten gibt es noch versteckte Pflanzen, Münzen. Und hier gibt es große Bäume. Können wir, oh ja, wahrscheinlich, oder? Können wir jetzt zur Baumkrone hochkraxeln? Oh, die Musik ist super. Oh, ich lieb's. Plötzlich ist es Nacht geworden hier im Wald. Naja, wirklich großer oder ein großer Wald ist das vielleicht schon. Aber die Bäume sind sehr weitläufig platziert. Also nicht so ein dichter Wald. Genau das wollte ich sagen. So, 3 von insgesamt 5 Blumen gefunden. Mal sehen, wo sich die anderen verstecken. Sieht fast schon so aus, als hätte ich die 2. verpasst. Kann aber gar nicht sein, oder? Werden die unterschiedlich aufgelistet? Mal gucken. Das ist... Welche Blume? Ich warte noch, bis ich alles einsammle. Und... Das war die 5. Also entweder habe ich die 2. unten irgendwo verpasst, oder die kommt noch. Würde mich wundern. Allerdings, das ist Mario Wonder. Oh, da oben ist sie. Das ist die 2. in der Reihe. Komisch. Aber es ist Mario Wonder, da ist alles sehr verrückt. Vor allem nicht zuletzt, wenn man die Wunderblume eingesammelt hat. Die Musik. Oh, ich lieb's. Ich lieb's. So ein verrücktes und kunterbuntes Level. So, wir wollen noch runter zu der Blume. Wow, 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 wow. Nee, nee, nee. Kommt mir nicht mit euren Rollschuhen entgegen. Oh, wow. Ein Wundersamen ganz oben. Den schnappen wir uns. So, ist hier noch was? Kleines schönes Detail, wenn ich meinen Fallschirm einsetze, meine Fallschirmmütze, dann ist die Mütze, weil ich eben Feuer-Mario bin, weiß. Ich weiß, für viele vielleicht auch klar wie Kloßbrühe, für mich aber ein schönes, nettes Detail. Was ist das? Natürlich ein Wundersamen. Wundervoll. Oh, Moment. Eieiei. Ganz langsam runter mit uns. Zum Glück habe ich dieses Abzeichen angelegt. Sonst wäre das jetzt ein schneller und tiefer Fall gewesen. So konnte ich locker flockig landen. So. Was haben wir da oben noch? Eine Feuerblume? Nee, ein Stern. Powerstern. Let's go. Der Powerstern hat, wie ich gerade merke, auch die Fähigkeit, Münzen anzuziehen. Interessant. Und damit haben wir das Level beendet. Und da wartet wieder ein Poplin auf uns. Hey Mario, schön, dass du da bist. Danke, dass du mich gerettet hast. Das ist für dich ein Wundersam. Fang irgendwas damit an. Ja, danke schön. Und raus aus dem Level. Wieder eins geschafft. Super. Juppie, yehi, katztastisch. Geht es weiter mit Super Mario Brothers Wonder hier auf Katze. Erstmal eine kleine Verschnaufpause mit dem blauen Yoshi. Den lassen wir hier springen und kommen so nach draußen. Dankeschön, lieber Rolf. Bitteschön. Ja, die fungieren super als Trampolin. Und zack, erreichen wir auch schon den Wundersamen. Ist das nicht ein super Start in das neue Video? Meine Lieben, ich kann es kaum erwarten, mit euch wieder viele neue Level zu erkunden. Unter anderem auch hier eine neue... Achso, nee, die haben wir schon. Was haben wir hier? Ich habe was Verstecktes gefunden. Da ist Kapitän Toad. Hi, was für ein Ort, um jemanden zu begegnen. Findet ihr nicht? Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Wir treffen uns doch gerade das erste Mal, ja? Oder kennt ihr mich etwa? Ich war ganz auf meine Schatzsuche konzentriert, als ich plötzlich in einen Sturm geraten bin. Schätze habe ich hier nicht viele gefunden, aber der Ausblick ist toll, oder? Ach ja, während des Sturms wurden mir 50 Blumenmünzen direkt in die Arme geweht. Die können euch sicher helfen, wenn ihr gerade ein Abenteuer erlebt. Bitteschön. Sehr lieb, vielen Dank.
Okay, Kapitän Toad scheint uns in Mario Wonder immer wieder Blumenmünzen zu schenken, sollten wir ihn auf der Karte finden. Deswegen lohnt es sich, die Karte mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Vielleicht entdeckt man an der einen oder anderen Stelle etwas Neues. Vergleichbar ist das auf jeden Fall mit Kirby und das vergessene Land. Da gab es auf der Karte auch immer versteckte Sachen. So, dann würde ich sagen... Ja, wir holen ja noch den Wundersamen ab. Ist hier noch was Verstecktes? Erst einmal nicht. Und hier auch nicht. Dann können wir nun zum rollschuhfahrenden Wiggler. Und dieses Level spielen wir mit Trommelwirbel mit dem gelben Toad. Da ist er auch schon. Los geht's, über Stock und Stein. Wiggler rennen. Halte beim Laufen Y gedrückt, um zu rennen. Erreiche das Ziel vor dem Rennwiggler. Mich wirst du nicht überholen. Ich habe ganz viele Rollschuhe an. Genauer gesagt 10. Wow, ja, stimmt, du hast ja... Nee, Quatsch, 8. Ich habe mich verzählt. 8 Rollschuhe hast du. Wow, wie der Blitz. Wie der Blitz. Und da, Achtung, da sind Weisheitszähne. Wow. Ich weiß, es sind Pilze. Entschuldige, ich glaube, ich bleibe bei Weisheitszähnen. Schnell, 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 schnell. Wow. Oh, nein, 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 nein. Er darf mich nicht überholen. Da wird ja das Huhn in der Pfanne verrückt. Das ist doch wundervoll, oder? Wow, 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 wow. Ja, ja, ja. Oh nee, was machst du denn hier? Entschuldigung, aber für dich haben wir jetzt gar keine Zeit. Da kommt der Wiggler wieder. Schnell weiter, schnell weiter. Und alles einsammeln, was mir so in die Quere kommt. Damit meine ich natürlich hauptsächlich Münzen. Gegner möchte ich nicht einsammeln. Ist der plötzlich schnell geworden. Schnell, Toadie! Hau auf den Putz! Und wir haben es geschafft. Juhu! Hey, gratuliere! Dankeschön, Wiggler. Guck mal, das ist für dich. Bitteschön. Und zack! Wundersamen erhalten. Cool. So, dann geht es von hier aus schon direkt weiter. In die nächste Welt vielleicht? Großartig! Wir haben ein Wigglerrennen gewonnen. Eine Spezialität des Blumenkönigreichs. Und Wiggler war sogar so nett, uns zum Sieg ein automatischer Superpilzabzeichen zu schenken. Durch dieses Abzeichen erhältst du die Effekte eines Superpilzes, wenn du ein Level beginnst. Bitteschön, möchtest du es gleich verwenden? Ja, warum nicht? Also ich bin automatisch groß und nicht winzig. Warum denn eigentlich nicht? Was haben wir denn hier Schönes? Oh oh. Oh nein! Sie haben sogar den örtlichen Palast erobert. Dort wird einer unserer wertvollen Königssamen aufbewahrt. Wir müssen etwas unternehmen, bevor sie ihn für ihre schändlichen Zwecke verwenden. Prinz Florian, du hast auf jeden Fall recht. Lass uns aber zuerst einmal hier zu dieser Herausforderung gehen. Auch ein Test, ein Abzeichentest. Und bei den Tests, bei den kleinen Level verwende ich ja gerne die in Anführungszeichen unbesiegbaren Charaktere. Also Yoshi. Springe gegen eine Wand und drücke dann B, um einmal direkt nach oben zu springen. Ja, das ist der Klimmsprung. Der ist ziemlich cool, weil man dann, bevor man einen Wandsprung ausführt, noch einmal praktisch an der Wand entlang springen kann. So wie ihr das hier schon sehen könnt. Fantastisch! Nein, mehr als fantastisch. Das ist katastrophisch! Tief durchatmen. Okay, Achtung. Gewagter Sprung! Aber der Flatterflug von Yoshi ist sehr, sehr praktisch. Und da ist schon das Ziel. Doch so schnell springen wir nicht rein, denn uns fehlt noch eine Münze. Die ist hier oben. Wunderbar! Yoshi, du hast es geschafft. Das nenne ich wunderbar. Das Schöne ist, dass wir bis dato jedes Level wunderbar beendet haben. Das bedeutet, ich habe immer die Spitze der Fahnenstange erreicht. Und das ist, glaube ich, wichtig, wenn man das Spiel zu 100% durchspielen möchte. Toll gemacht! Und wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade verwendet hast, geschenkt bekommen. Soll ich es anlegen? Ja, na gut. Das ist zumindest ein bisschen nützlicher, denke ich. So, dann geht es hier in die Röhre. Oh, wir sind im Untergrund. Sehr spannend. Was gibt es hier zu entdecken? Da unten ein tolles Level. Röhrendickicht im Sumpf. Ah, okay, das muss der Sumpf sein. Hier gibt es Gegner und hier... Oh, da ist was Verstecktes. Oh, was gibt's da? Hö, wo bin ich denn gelandet?
Nochmal, Kapitän Toad. Hallihallo. Was für ein Ort, um jemand zu begegnen. Findet ihr nicht? Ich war auf der Suche nach Schätzen und habe mich gefragt, sucht auch irgendjemand mal nach mir? Ich bin ganz verirrt und verwirrt. Aber wo sind wir hier eigentlich? Könnt ihr mir das sagen? Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich habe nämlich 50 Blumenmünzen gefunden. Vielleicht könnt ihr sie bei eurem Abenteuer ja brauchen. Ich drück euch die Daumen. Dankeschön. Ja, wo wir sind, weiß ich nicht, aber das sieht eher nach einer Welt aus, die ein bisschen später kommt. Vielleicht die letzte? Oder vorletzte? Keine Ahnung. Also, ich kenne noch ein bisschen was von Welt 2, aber das war's dann auch. Aber hier gibt's was zu entdecken. Das Spike-Versteck im Senkröhrental. Senkröhre. Das sagt schon aus, dass die Röhren hier gesenkt werden. Also, sie sinken zu Boden. Aber mit Feuer Toadette kann uns niemand aufhalten. Nicht einmal diese Spikes. So. Und bringt das was, das nach unten zu drücken? Nö, nicht wirklich. So, da ist was Verstecktes. Das seht ihr an dem Leuchten. Dazu brauchen wir aber eine Spike-Kugel. Und wumms! Tor! Was für ein Wurf. Ja, du sagst es, mein Lieber. Da können wir runter, aber aktuell wohl nicht möglich. Also, da können wir gar nicht runter, um es mal so auszudrücken. Aber wie komme ich denn zu den Spikes nach oben? Also mit den Notenblöcken komme ich, wow, nicht ganz nach oben. Also nicht so, wie ich mir das eigentlich erhofft habe. So, vielleicht kann ich den, ja, den könnt ihr noch erwischen. Aber gut, letztendlich hat der Spike auf der linken Seite höchstens noch eine Münze, wenn ich ihn mit der Feuerblume besiege. Von daher nicht ganz so wichtig. Dann gibt es hier, wow, Wasser ohne Ende. Doch dazu bräuchten wir den Elefanten als Elefanten-Toadette. Oh ja, den kriegen wir auch, schaut mal. Ich bin Elefanten-Toadette, das erste Mal, glaube ich, oder? So, schaut mal, wow. Zack, zack, zack. Mit Elefanten-Toadette kommen wir hier gut durch und bewässern einfach den ganzen Sumpf hier. Was haben wir da noch? Ah ja, haben wir gar nicht gebraucht, aber wo bringt mich das hin? Tatsächlich nur an diese Stelle, aber hier ist gar nichts. Komisch. Hat das eine Bedeutung? Oh, ein Extrapilz. Okay, ich nehme alles zurück. Wir haben tatsächlich einen Extrapilz gefunden in einem versteckten Yoshi-Block. Ihr müsst wissen, dass die Blöcke unsichtbar sind, außer man hat den richtigen Charakter dabei. Das heißt, hätte ich den roten Yoshi, hätte ich diesen roten Block direkt gesehen. Da ich aber Toadette spiele, sehe ich nur Toadette-Blöcke, sofern diese hier im Level platziert sind. Na gut, also ich würde sagen, lasst uns mal weiter loslegen und schauen, was das Level noch so zu bieten hat. Hier haben wir, glaube ich, jetzt alles erkundet. Dann geht's hier weiter. Hey, weg mit dir, Fiesling. Ich habe schon gesehen, du wolltest mir eine Stachelkugel entgegenwerfen. Wahrscheinlich sind das, passend zum Herbst, Kastanien in ihren Hüllen, in ihren Schalen. Ich weiß gar nicht, wie man das bei einer Kastanie nennt. Ich würde jetzt mal sagen Schale. Die haben ja diese grünen Stachelschalen. Und im Inneren finden wir die nicht essbare Frucht, die Kastanie selbst. Aber es gibt auch Esskastanien. Die guten Marun. Die kann ich sehr empfehlen. Müsst ihr mal probiert haben. Vielleicht schmeckt es euch ja. Okay, aber zurück zum Spiel. Das nenne ich Musik. Ja, die Musikblöcke, die sorgen dafür, dass wir hier gute Laune haben. Die Feuerblume möchte ich nicht nehmen. Ich möchte den Elefanten behalten, falls ich ihn später noch brauche. Nein! Ich wusste nicht, dass der Ziegelblock kaputt geht. Und zack, habe ich leider meine Elefantenfrucht umschrieben. Und zwar besitze ich jetzt eine Ersatzfeuerfrucht. Ich sag schon Frucht, eine Feuerblume. Das ist ja nicht verkehrt. Aber ihr müsst wissen, dass vielleicht hier oder da der Pilz oder, jetzt sage ich schon Pilz, die Frucht des Elefanten praktischer gewesen wäre. Aber schauen wir mal. Vielleicht ist die Frucht des Elefanten gar nicht notwendig, um alle Geheimnisse hier im Level aufzudecken. Zumindest haben wir mal alle Münzen gefunden. So, was gibt es hier Schönes? Ich sehe schon, wir brauchen bestimmt eine Kugel. Also eine... Ja, okay, das funktioniert. Schaut mal. Uah. So, ja, jetzt kommt das da reingepurzelt und wir kommen dadurch zu ein paar Münzen. Nichts Weltbewegendes. Ah, Teppichtörtchen, das war nicht gut. Nö,
Nee. Das ging ein bisschen schief. Aber gut. Noch ist alles in Butter. Wir haben ja noch eine Ersatzfeuerblume. So. Oh, ich würde gerne da noch nach oben kommen. Aber es gelingt mir nicht so. Wisst ihr, zwischen der Röhre und der Decke? Ah ja. Man kann hier hoch. Und da ist schon das Ziel. Okay, jetzt frage ich mich, müsste ich noch einen Wundersamen gefunden haben? Ja, oder? Habe ich jetzt gar nicht. Oder gibt es nur einen Wundersamen in dem Level? Gibt es nicht immer zwei? Naja, schauen wir mal. Erstmal kommen wir hier runter. Und da ist unser Poplin. Ja, tatsächlich. Ich habe irgendwo was übersehen. Aber wo? Also, korrigiert mich gerne, aber ich war doch sehr gründlich, oder? Naja, ich möchte ja die Level nicht sofort wiederholen. Wir kommen zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu allen Leveln zurück, in denen ich nicht alles gefunden habe. Röhrendickicht im Sumpf. Mit ganz vielen süßen Schnecken. Hallo Schneckis. Schnecki Mecki. Schnecki Schnecki. Schnecki Schnecki Mack. Schnecki Schnecki. Schnecki 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 Mack Mack. Entschuldigung. Ich wollte mal ein bisschen die Schnecken synchronisieren und die machen Schneckengeräusche. Das klingt wahrscheinlich eher so. Also ein bisschen schleimig. Aber in meinem Fall, weil wir in Super Mario Wonder sind, klingen die eben anders. Schnecki, Schnecki, Schneck, 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 Schnecki, Schnecki, Schneck. Okay, Schluss mit lustig. Elefanten-Luigi, sei bitte vorsichtig. Du sollst dich hier nicht treffen lassen. Und hey, Moment mal, was bist du denn für ein Frechdachs? So lustig. Tja, was machst du jetzt? Jetzt steckt die Röhre da drin und du kannst sie nicht mehr verschieben. Tja, Pech gehabt. Kennt ihr die Gegner aus Mario World, Super Mario World? Das waren diese Gewitterhainis. Die kamen dann nie wieder vor, mit Ausnahme von Paper Mario The Origami King. Da gab es den als Gegner. Das sind solche Koopas in Anführungszeichen, die auf Gewitterwolken sitzen, eine Stampfattacke ausführen und dann gewittert's. Und das scheint eine andere Form dieser Gegner zu sein, oder? Die tragen Handschuhe und verschieben in dem Fall Röhren. Vielleicht verschieben sie im Laufe des Spiels noch andere Sachen. Sehr lustig, wirklich sehr, sehr lustig. Und wir jonglieren wie, wir haben versucht zu jonglieren. Die Dinger sind nicht eklig, liebes Blümchen. Das sind Schnecken. Schnecken, die einfach herumkriechen. Also süßer geht's nicht. So viele. Wo kommen die denn alle her? Ja, wo kommen die denn alle her? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist das deren Lebensraum. Und die können wir nutzen, um hier zu springen. Und die... Was macht ihr denn? Ist das eine Herausforderung zwischen euch beiden? Oh, Entschuldigung. So war das nicht geplant. Hey, Rechtdachs. Und jetzt zerquetschen wir das Schneckenhäuschen. Traurig, aber wahr. So, da kann ich auch nicht runter. Hier wahrscheinlich auch nicht. Oder kann ich? Nee, das müsste eigentlich klappen. Wie lustig das aussieht. Als hätte Luigi, wenn er sich duckt, einen Helm für seinen Rüssel. Mehr oder weniger. Okay, da geht's nicht runter. Viele, viele Röhren. Wahrscheinlich reine Dekoration, die als Plattform dienen. Denn, ich muss nicht immer zwingend in jede Röhre reinklettern können. Nochmal ein Elefant. Eine Ersatzelefantenfrucht haben wir. Oh. Ich kann das nach... Moment. Ich sehe schon. Seht ihr dieses Verbindungsstück? Ich muss diese Röhre da nach rechts führen. Das geht allerdings nur, wenn die untere Röhre ebenfalls auf dieser Seite steht. Damit die andere eben nicht fällt. Zack. Oh, es gibt eine Wunderblume. Jetzt wird's wieder verrückt. Ah ja. Die Wurm oder sagen wir mal, ja doch, die Wurmröhren. Alles in Ordnung. Dir geht's gut? Ja, das ist die Hauptsache. Fall bloß nicht in die Blaubeersuppe. Oder Himbeersuppe oder sucht's euch raus. Na 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 na. Wow. Okay, weiter geht's. Ziemlich wild. Hey, seid bitte vorsichtig, wenn ihr hier herumschneckelt. So, oder herumwurmt? Ich glaube, passt sogar noch besser. Okay. Weiter so. Ja, ich gebe mir Mühe. Haben wir schon alle Münzen? Oh, da oben ist was Verstecktes. Für Luigi. Moment. Jetzt. Ah, ja. Yeah. Ein Ersatz.
Frucht. Ein Ersatz-Elefantenfrucht, vergesst nicht. Könnt ihr auch mit anderen Charakteren finden, auch wenn es unsichtbar ist. Aber nur mit Luigi ist sie für uns als Spieler und Spielerinnen sichtbar. So, ich habe tatsächlich, ihr seht es selbst, eine Münze verpasst. Auch hier frage ich mich, wo? Nein, wirklich, also wo habe ich denn bitte diese Münze verpasst? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich meine, ich könnte jetzt dezent zurücklaufen, allerdings ist es jetzt zu diesem Zeitpunkt extrem gefährlich. Mit den Röhren, die sich hier so herumwurmen. Naja, man könnte ja nach dem Einsammeln des Wundersamens, der hier schon vor uns liegt, einfach zurücklaufen. Das wäre eine Idee. Das wäre der erste Wundersamen, den zweiten kriegen wir, wenn wir das Level abgeschlossen haben. Und was ist das hier? Wie komme ich zu dieser Blume? War das alles nur ein Traum? Nein, das war Wirklichkeit. Dinge gibt's auf der Welt, da hast du nicht gesehen. Nee, ist mal im Ernst. Wie komme ich denn dazu zurück? Und ja, wie komme ich zu der Blume? So vielleicht? Mit dem... Nein! Das hat nicht funktioniert. Oh, okay, so komme ich dann ins Ziel. Das heißt, die Schnecken sind gar nicht notwendig. Aber ich nehme mal noch ein Häuschen mit. Vielleicht klappt es ja von hier. Kommt das in die Lücke? Nee. Das ging auch schief. Was machen wir denn jetzt bloß? Gibt's noch... Oh, oh, aha, jetzt. So schwer war das also nicht. Okay, ich nehme alles zurück. Letztendlich findet man bestimmt auch einige Sachen. Man löst einige Rätsel im Spiel, wenn man die Wundersamen nicht einsammelt, weil man dann zu anderen Gebieten, zu anderen Stellen des Spiels kommt. Wunderbar! Die Münze holen wir ebenfalls noch nach. Whoopsie Daisy! Hallihallo! Danke, lieber Poplin, für den zweiten Wundersamen. Und ja, die schreibt man mit einem P, vielleicht heißen die sogar Poplin. Aber Poplin klingt wie Popel, ich sag's euch, wie es ist. Deswegen nenne ich diese lieben Blumenkönigreichstoads lieber Poplin. So, wir nehmen für diese Herausforderung den gelben Yoshi. Wobei, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Moment. Herausforderungen dieser Art nehme ich. Dann nehme ich lieber Daisy. Das ist jetzt ein Gegner, richtig? Ja. Bei Gegnern nutzt man lieber keine Yoshis. So, was darf es sein? Ich nehme die Feuerballfrucht. Ich sag jetzt Frucht wegen der Elefantenfrucht. Feuerballblume. Die Feuerblume. So, zack, zack, zack. So werden alle besiegt. Ein Kinderspiel. Zack, zack, zack. Auch hier kein Problem. Ja, ich möchte das schnell schaffen. Und wunderbar. Wir können weiterlaufen. In die oder durch die rote Röhre zum zweiten Abschnitt. Wen haben wir denn hier? Aha. Kriech Piranhas. Singt ihr wieder? Wahrscheinlich nicht. Und ich habe leider keine Feuerblume mehr, wodurch das ein bisschen schwieriger ist. Aber nicht unlösbar. Ich muss nur vorsichtig sein. Wowie-Zowie! Daisy! Dann hau mal raus. Mit dem Rüssel wirst du alle Kriech-Piranhas besiegen. Und dann würde ich sagen, raus hier. Letzter Abschnitt. Rechts unten seht ihr ein Piktogramm. Sieht aus wie ein Turm. Und den sind wir erklommen, um jetzt hoffentlich alle Gegner zu besiegen. In dem Fall müssen wir noch die Galopterus besiegen. Und die besiegen wir, indem wir einfach warten, bis sie in die Tiefe stürzen. Alternativ kann ich sie mit der Feuerblume besiegen. Das ist für mich jetzt allerdings nicht möglich, weil ich die nicht habe. So. Na komm, hier rüber. Du bist der Letzte. Die Zeit ist übrigens auch entscheidend. Na komm, 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 komm. Ah, das wird zu knapp. Bis der jetzt runtergefallen ist und bis ich in der Röhre bin. Oh nein, ganz knapp. Nicht unter 70, schade. Denn unter 70 hätte ich die dritte und somit letzte Münze erhalten. Das hole ich nach, allerdings offscreen. Da werde ich nicht nochmal extra das Level durchlaufen. Mein Tipp an euch, macht das mit der Feuerblume und versucht sie nicht zu verlieren. Dann ist diese Herausforderung wirklich nicht schwer. Okay, super. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Mario Brothers Wonder. Folge 4 hier auf Katze. Weiter geht es mit Galopteros Stampede. Und die zwei stoßen sich erstmal gegenseitig an. Na toll. Ab durch die Röhre, nächster... Oh, wow, wow, wow. Nächster Abschnitt. Es geht um eine Wunderblume. Okay, mal gucken, was passiert. Ja, bestimmt kommen die von links. Ja, war ja klar.
Okay, wir reiten hier auf Gorlopteros, während unten die Säure nach oben steigt. Und währenddessen dürfen wir auch noch blaue Münzen sammeln. Und auch noch unsere lilafarbenen Münzen. Vorsicht. Zack. Bisher sieht das ganz gut aus. Wieder eingesammelt. Oh, bloß nicht den Anschluss verlieren. Boah, was ist denn jetzt los? Okay, ich glaube, das war noch gut. Ich habe aber leider nicht alle blaue Münzen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ansonsten, wow, müssen wir nochmal in das Level. Und man kann, glaube ich, nicht alle einsammeln, oder? Wow, 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 Hilfe! Moment, was ist hier auf der rechten Seite bei den Ziegelsteinen? Kann man da durch? Jetzt fehlt mir ein Power-Up, um da durchzulaufen. Wird vielleicht später gehen. Ich bräuchte den Elefanten. Warum kommst du denn von? Dann könnte man da durch. Naja gut, was haben wir denn Schönes da oben? Tralalalala. Oh ja, ein Geheimversteck. Mit weiteren Münzen. Na, supidupi. Und damit würde ich sagen, ab ins Ziel. Nochmal auf die Schnecke gesprungen. Und wunderbar, wir haben ein Poplin gerettet. Und der wartet auch schon mit einem Wundersamen auf uns. Na, vielen Dank, mein lieber Freund. Klatsch, 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 super gemacht. Dankeschön, tschüss. Und zack, Mario ist auch schon wieder draußen. So, 25. Weiter geht es hier nicht. Außer aber wir gucken noch, was hinter den Ziegelsteinen ist. Wir machen jetzt aber erstmal hier weiter. Peachy Treachy, du bist dran. Mit dir geht es jetzt hier in das Schloss. Oh, oh. Wer oder was wird uns dort erwarten? Vielleicht Bowser höchstpersönlich? Wobei, nee, er ist ja gerade ein Schloss. Ich glaube, er wird nicht selbst in einem Schloss sein. Was ist das denn bitte, Ikit? Ja, das sind Pflanzen, Blätter, Dornen, Tentakel. Sucht's euch raus. Goombas mit kleinen Skeletthelmen. Na, ihr seid ja putzig. Euch habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Das letzte Mal gefühlt in Super Mario Land. 3D Land, meine ich. Ich weiß es nicht. Lange ist es her. Und jetzt bin ich wieder. Wowie-saui. Ein Elefant. Und mittlerweile, ihr habt die Geschichte gesehen, weiß Prinzessin Peach, ein Elefant zu sein ist gar nicht so schlimm. Und im Fall der Fälle lässt sie sich besingen von den Piranha-Pflanzen. Peach, die Arme, gefangen in einem Elefantenkörper. Doch so schlimm ist es nicht, denn es ist eigentlich ziemlich cool. Halten wir mal fest, es ist ziemlich cool, als Elefant hier durch Mario Wonder zu laufen. Egal ob als Prinzessin Peach, Mario, Luigi, Toad, Toadette, sucht's euch raus. Super cool. So, Achtung, wir rutschen mal vorsichtig runter. Und den da oben, den hauen wir auch noch um. Ja, super. So funktioniert das. Frag mich nur, wie ich an die Münzen komme. Wahrscheinlich durch die Wunderblume, dann laufe ich ein Stück zurück, oder? Eine Ersatzfrucht für den Elefanten. Sehr praktisch. Hier die zwei Knochen trocken, weg mit euch. Und du genauso. Dann einmal durch die Röhre zwängen. Und da ist die Wunderblume. Wow, wunderbar. Au, au, au. Was ist denn jetzt los? Was genau passiert eigentlich jetzt mit der Wunderblume? Achso, ich glaube, ab und an fallen Dinge von oben herunter. Wie zum Beispiel diese Röhren. Vielleicht fallen auch alle Röhren herunter. Keine Ahnung. Also die bisher zumindest schon. Und die bestimmt auch, oder? Einmal schnell durchlaufen. Ja, gut funktioniert. Ist da jetzt irgendwas erreichbar? Wahrscheinlich nichts Besonderes. Es geht zwar zurück, aber wir sollten eigentlich auch nichts verpasst haben. So, oh nein, Achtung! Oh, der arme Knochentrocken, Mensch! Das könnt ihr doch nicht bringen. Ich hab einfach euren Freund zerquetscht. Aber das ist gar nicht so tragisch bei den Knochentrocken, denn die können sich ja einfach wieder aufbauen. So, und jetzt, oh, als Elefant kann ich dann durchrennen, obwohl das eine große Lücke ist. Man muss aber rennen, man darf nicht gehen, man muss rennen. So wie Mario zwischen kleinen oder auch anderer Charaktere zwischen kleinen Lücken rennen können, ohne runterzufallen. So geht das mit dem Elefant bei großen. So, und runter mit uns. Wieder was bekommen, wunderbar. Jetzt geht es hier mit der Röhre kurz zum Zehner und direkt weiter. Also, das sieht ziemlich gut aus. Alles gefunden. Oh nein! Der arme Hammerbruder. Der arme, der tut mir wirklich leid. Also gut. Und wir haben das Level gemeistert. Jetzt geht es zum Endboss. Zum aller... Nee, nicht zum allerletzten. Zum allerersten Endboss.
Wer wird es sein? Bum Bum vielleicht? Iggy? Sind die überhaupt im Spiel? Keine Ahnung. Und? Ah. Ja, ist doch ganz cool. Ist da oben links in der Ecke was? Das muss ich mal ganz kurz in Erfahrung bringen. Nee, da ist nichts. Okay. Ich dachte, vielleicht ist da was versteckt durch diese dunklen Wolken. Irgendetwas wird da kaschiert. War aber nicht der Fall. Und jetzt, aha. Wen haben wir denn da? Bowser Junior. Was? Glaubst du etwa, du kannst mich aufhalten? Na gut, dann lass uns spielen. Papas Wunderkraft ist hier überall. Du hast absolut keine Chance gegen mich. Aber es macht sicher Spaß, dir beim Verlieren zuzusehen. Oh nein, er macht ernst. Dann zeig doch mal, was du drauf hast. Ja, die Taktik kennen wir schon. Wie zum Beispiel in Mario Maker 2. Da setzt er auch diese Fähigkeit ein. Schon verloren? Nein, noch lange nicht. Und? Super Kraft! Wow! Wie siehst du denn aus? Nahaha! Oh nein, ich bin nicht winzig. Und ich bin ein riesiger Autsch-Elefant. Okay, das kam unerwartet. Wowie, sowie, na komm her. Ein riesiger Elefant gegen ein kleines Mäuschen, was? Unterschätze mich nicht, ich bin stark. Ja? Wow, bist du tatsächlich? Okay, aber noch ein Treffer und dann bist du besiegt. Ich drehe mir den Spieß mal um. Oh, oh, jetzt bin ich ein kleines Mäuschen. Ah, Vorsicht. Okay, ich muss ihn unbedingt irgendwie besiegen. Aber so als kleine Mini-Peach habe ich wahrscheinlich nicht die Kraft und er wollte mich zerstampfen. Jetzt hilft nur noch eine Stampfattacke, denn normale Sprünge funktionieren als Mini-Peach überhaupt nicht. Boom! Und so konnte ich gerade noch Bowser Jr. besiegen. Und die böse Macht verfliegt. Und ich schaue so zu ihm hoch. Hallo. Ja, das war aber eine knappe Kiste. Wow. Was ist das denn? Ein Spezialsamen? Königssamen erhalten. So nennt sich das. Cool. Hallo, meine lieben Poplins. Wir haben einen Königssamen. Und aus diesem furchteinflößenden Schloss wird ein Blumenschloss. Yay! So schön. Wir haben es geschafft. Und so kann die Reise spannend auch weitergehen, würde ich sagen. Oder, meine lieben Poplins? Ja. Und so gelang es Peach und dem Prinzen, den Palast zurückzuerobern. Mit dem geretteten Königssamen wenden sie sich wieder Bowser zu, der mit dem Schloss verschmolzen ist. Können sie Bowser aufhalten, bevor er seine finsteren Pläne in die Tat umsetzt? Das gilt es herauszufinden. Ja, bis später, meine liebe Blume. Hab einen schönen Tag. Und schwuppdiwupps. Das Schloss sieht wieder schön aus. Und jetzt verlassen wir den ersten Bereich hier und gehen weiter. Die Blüteninseln liegen direkt vor uns. Dieses wunderschöne Archipel ist das Herz des Blumenkönigreichs. Los, schnappen wir uns diesen Bowser. Oh, ja, da bin ich gespannt. Die Blüteninsel. Das ist sozusagen das Zentrum des Ganzen. Hat so ein bisschen was von Mario World, findet ihr nicht? Von der Karte. Cool. Yay, dieser Bowser muss doch hier irgendwo stecken, oder? Hey, ist das etwa... Oh ja, das ist er. Oh, oh. Meine Piranha-Wolken werden alle Störenfriede fernhalten. Deshalb kann ich mich ganz darauf konzentrieren, jedes noch so kleine bisschen Wunderkraft zu sammeln. Sobald ich genug für ein großes Wunder habe, wird die Welt mir gehören. Das ist ja furchtbar. Können wir denn gar nichts tun, um ihn aufzuhalten? Moment mal, wir haben doch diesen Königssamen. Oh, was passiert denn jetzt? Ja, da bin ich mal gespannt. Der Königssamen sorgt dafür, dass... Wow, oh, 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 was passiert mit dieser Piranha-Wolke? Sie wurde aufgesaugt. Cool, jetzt hat er eine weniger. Wie? Wo ist denn die Piranha-Wolke hin? Was habt ihr getan? Entschuldigung, lieber Bowser. Naja, kriegen wir jetzt den Königssamen zurück? Können wir den nicht gleich nochmal verwenden? Solche Macht. Nur durch einen einzelnen Königssamen.
Aber natürlich, das ist die Antwort, nach der wir gesucht haben. Ich muss dich um etwas bitten. Einen sehr großen Gefallen. Würdest du mir helfen, mehr Königssamen zu finden? Sie sind unser größter Schatz und ich glaube, dass wir mit ihrer Hilfe das Blumenkönigreich retten können. Die Königssamen werden die Piranha-Wolken vertreiben, die Bowser umkreisen. Wenn es uns gelingt, sie alle loszuwerden, können wir Bowser erreichen. Okay, da helfe ich. Ich freue mich ja so. Vielen Dank. Gut, dann sollten wir sogleich zum Mölkchengebirge nördlich von hier aufbrechen. Es gibt einen Königssamen im Palast an seinem Gipfel. Alles klar, Prinz Florian, das machen wir. Na dann, los geht's Richtung Norden. Es geht gen Norden. Und wir schauen uns trotzdem hier auf dieser Mini-Karte um. Vielleicht entdecken wir etwas Neues, ein neuer Bereich. Die Blüteninseln liegen in der Mitte des Blumenkönigreichs. Die anderen Gebiete umgeben sie auf allen Seiten. Gehe nach Norden, um zum Wölkchengebirge zu gelangen. Auf der Gesamtkarte siehst du, wo die Blüteninseln mit anderen Gebieten verbunden sind. Öffne die Gesamtkarte, indem du mit Hilfe von L die Levelübersicht aufrufst und dann X drückst. Okidoki. Das machen wir dann zu gegebenen Anlass. Und hier, auf diesem Podest, könnte man schon fast sagen, sieht man auch nochmal Bowser als Schloss, wie er da umherschwebt. Dann wechseln wir mal den Charakter. Peach hat schon mal echt gute Arbeit geleistet, Zeit, den blauen Toad mal ins Spiel zu rufen. Und mit ihm geht es jetzt in das Häuschen. Hallihallo! Ha, seit dieser gemeine Kerl hier ist, beißen die Fische nicht mehr. Was soll ich denn jetzt noch angeln? Oh, das klingt nicht gut. Wir müssen helfen. Keine Sorge, wir sind auf einer Reise, um Bowser aufzuhalten. Ist er fort, kommen auch die Fische wieder. Wirklich? Ihr denkt, das klappt? Ja. Oh, wenn ich nur daran denke, stehe ich schon in voller Blüte. Bitte, ich möchte auch helfen. Nehmt diesen Wundersamen. Den habe ich vor langer Zeit an Land gezogen. Ist er nicht einfach hübsch? Ich finde es toll, wie die Wundersamen in jeder Welt eine andere Farbe haben. Greif zu! Greif zu, ja, gerne. Vielen Dank an dieser Stelle. Die kriegen einen orangefarbenen Wundersamen. Gilt das nur für die Blüteninseln? Das ist ja so eine Art Zwischenwelt, oder? Also das ist ja nicht die zweite Welt, in der wir jetzt sind. Aber hier gibt es auch einige Level. Schöne Tropenlevel. Ein paar nette Wasserlevel. Das gefällt mir gut. Das können wir nicht machen. Da brauchen wir noch mehr Wundersamen. Aber die schnappen wir uns direkt mal im nächsten Level. Doch bevor es dort weitergeht, gibt es hier noch einen Abzeichentest. Delfin Kick 1. Das klingt gut. Blauer Toad, das bist du. Drücke unter Wasser R oder schüttle den Controller, um einen kurzen Geschwindigkeitsschub zu erhalten. Das heißt, wir können richtig Gas geben. Hier gibt es noch einen Pilz. Und jetzt mit der R-Taste schwimme ich wie ein Delfin. Was sagt ihr? Zieh! Zieh! Was? Rausziehen! Der singt, der schreit, rausziehen! Rausziehen! Oder hau, hi, hau, hi! Manchmal hi, 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 manchmal hau, hau, hau. Aber je nachdem sagt er, hau, hi! Und es klingt wie rausziehen, rausziehen. Okay, das ist seine Schwimmtechnik. Jeder hat seine eigene. Manche sagen 1 und 2 und 1 und 2. Manche sagen auch gar nichts. Manche denken sich das. Und Toad sagt rausziehen, rausziehen, rausziehen. Komm, komm, zieh jetzt durch. Rausziehen. Das gibt's doch gar nicht. Mensch, Toadie, wie schnell bist du denn? Oh ja, das hat echt gut funktioniert. Und damit haben wir dieses Delfinabzeichen auch in der Tasche. Das Delfinabzeichen wird vor allem in dem kommenden Level sehr, sehr wertvoll werden. Denn wir bewegen uns oder sind ja in Wasserlevel unterwegs. Da brauchen wir Delfinfähigkeiten, um elegant durchs Wasser zu gleiten. Yay, danke schön, tschüss. Toadie, super. Und der blaue Toad passt ja auch super dazu. Toll gemacht. Und wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade verwendet hast, geschenkt bekommen. Soll ich es anlegen? Ja, bitte. Unbedingt.
Ja, kein Problem. Dann gehen wir jetzt hier in dieses Level, das Territorium der Schwerthechte. Und wie heißt das? Nee. Sandhechte. Wow. Okay. Hi. Luigi, du bist dran. Wow, das sind die Sandhechte. Sie sehen eher aus wie Flunder. Das ist Flunschlück. Okay. Und ab durch die Röhre. Wir sind nun unter Wasser. Ab ins kühle Nass und katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Mario Brothers Wonder hier auf Katze. Der liebe Luigi, ihr seht es selbst, ist unter Wasser unterwegs und hat das Delfinabzeichen, mit dessen Hilfe er elegant durch das Wasser schwimmen kann. Nicht nur das, er kann unter anderem auch Ziegelblöcke kaputt machen. Oi, oi, oi. Und trotzdem sollten wir vorsichtig sein, denn das bedeutet nicht, dass wir Fische wie zum Beispiel Cheep Cheeps einfach so besiegen können. Erst recht keine Sandhechte. So nennt man diese Gegner, die hier immer auf und ab springen und so aussehen wie Flunder. So eine platte Flunder, genau. Oh, wie schön es hier ist. Es riecht nach Meer. Es riecht nach Meer. Oh, ja, ich habe mich direkt verliebt. Was für ein schönes Level. Ich habe mich einfach verliebt. Es riecht nach Meer, tatsächlich. Anders kann man das nicht sagen. Es ist wunderschön hier. Ich mag das Level. Das ist das erste Unterwasser-Level im Spiel. Und es macht Spaß. Es macht Spaß. Wir schwimmen. Und singen. Dass dir die Ohren klingen. Wow. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön gedichtet. Die richtige Dichter, möchte man sagen. Diese Pflanze. Oh, das da oben sieht auffällig aus. Seht ihr diese Lücke hier? Aha. Da geht's also nach unten. Nach unten. Nach unten. Da ist der Zehner. Okay. Ich meine, in den letzten Leveln haben wir ab und zu mal Zehner verpasst. Vielleicht gab es noch mehr von diesen ominösen, unsichtbaren Blöcken. Doch nur diesmal ist es mir aufgefallen. Im Gegensatz zu den letzten Leveln. So, runter. Und die letzte. Sehr gut. Geschafft. Luigi, du bist der Beste. Ja, Luigi ist der Beste. Machen wir uns nichts vor, oder? Gut, es gibt auch viele Mario-Fans. Aber Luigi ist der Coolere. Oder vielleicht auch nicht? Das entscheidet ihr selbst. Jeder hat ganz andere Vorlieben. Und das ist auch toll. Manche mögen Luigi lieber. Manche Mario. Manche Peach. Manche Daisy. Toad, Toadette, die Yoshis, Mopsy. Also für jeden ist hoffentlich etwas dabei. Gut, wir können nicht Bowser steuern. Ja, das wäre nochmal das Nonplusultra, aber ist doch trotzdem toll. Was haben wir denn da oben? Wow, eine Wunderblume. Und die sorgt dafür, dass alles gelb wird. Ah, wir schwimmen im Sonnenuntergang, oder? Und folgen einfach mal dem Sandhecht nach unten. Davon gehe ich jetzt mal aus, in der Hoffnung, dass das auch richtig ist. Hey, wo willst du denn hin? Ich dachte schon, der frisst mich auf. Keine Sorge. Wir hätten dich davor hoffentlich gerettet, wenn wir in der Nähe gewesen wären. Und zack. Ah, okay, okay. Also ziemlich einleuchtend, was hier zu tun ist. Dieser Sandhecht frisst, / zerstört die Blöcke da oben, sodass wir zu den Münzen als auch zu den Blumenmünzen kommen. Oder das sind doch Münzen, würde ich sagen. Goldene Münzen. Die müssen wir einsammeln, damit wir das Wunder beenden können. Was erstmal traurig klingt, aber nur so kommen wir an den Wundersamen. Komm hier rüber. Super machst du das. Braves Kerlchen. Die Blume. Nein, 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 nein. Keine Sorge, es ist alles in bester Ordnung. Und da ist schon der Wundersamen. Bevor wir den einsammeln, gibt es hier noch Münzen. Und jetzt rein mit uns. Damit verschwindet auch der riesige Hecht. Das war sehr wild. Das war unglaublich wild. Das hat, glaube ich, bis dato noch niemand gesehen. Nicht in der Form. Nein, nein, nein. So, noch mehr Münzen. Ach, wir haben schon längst ein Level abbekommen. Also ein Extra-Leben, meine ich. Weil wir jetzt, wie ich links oben sehen kann, bei 14 Münzen sind. Ich mag generell auch die Grafik. Also nicht vom Spiel selbst, sondern von den kleinen Piktogrammen, von den Zeichen, von den Symbolen links oben. Diese dicke Kontur, diese dicke Outline. Das hat was. So was Comichaftes. So, und jetzt... Oh nein, 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 der macht mir doch die Blöcke kaputt. Einen habe ich noch und den brauche ich für
einen ja, wunderbaren Abschluss. Für einen wunderbaren Abschluss. Nein, für einen katastischen Abschluss. Level beendet. Da schaut Luigi nach oben. Thank you. Thank you. Thank you. Tschüss. Dankeschön. Ja, das war toll. Und jetzt haben wir genug Wundersamen, damit wir diese Piranha-Pflanze entfernen können. Da versteckt sich ein Level. Und schwuppdi-Daisy, weg mit dir. Apropos Daisy, die sollten wir auch mal wieder einsetzen. Meereshöhle. Cool. Eine Meereshöhle. Ist das was für Mario vielleicht? Ja, ich möchte mal wieder mit Mario jetzt erstmal einsteigen. Die Stibitz... Wie heißen die? Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Stibitzkis? Nee, die heißen irgendwie anders. Wo sind... Oh, was seid ihr denn? Sind das Gegner aus Wario Land auf dem Game Boy? Gab es da nicht auch diese Schweineschildkröten? Ich habe das nur einmal kurz gespielt, weil es ausgeliehen war. Ich habe nur Wario Land 3 und 4 gespielt. Deswegen, 1 und 2 sind sogar die cooleren. Und gerade die cooleren habe ich nicht gespielt. Du hast mich gefunden. Ja, hallo. Was machst du denn da hinten überhaupt? Wartest du, bis Besucher kommen? Wie jetzt zum Beispiel Mario? Naja, tu, was du nicht lassen kannst. Yeah, Feuerblume unter Wasser, genau das Richtige, zusammen mit unserem Delfinabzeichen. Warum schreit er denn so? Wegen diesen Stibitzkis? Wie auch immer die heißen, wir taufen sie jetzt Stibitzkis, zumindest für diese Folge. Ja, ich weiß, die Hardcore-Mario-Fans unter euch werden jetzt sagen, oh, wie kannst du sie so nennen? Die heißen Stibibis, keine Ahnung. Aber ja, Stibitzki ist doch lustig, oder? Nein? Okay. Okay, ich höre schon auf. Da gibt es ein paar extra Münzen. Wunderbar. Und hier oben können wir mal ganz kurz verschnaufen. Wie schmeckt eigentlich Meerwasser? Wie schmeckt eigentlich Meerwasser? Was würdet ihr sagen? Wie schmeckt Meerwasser? Wer von euch war schon mal am Meer und weiß, wie Meerwasser schmeckt? Man soll das nicht trinken, aber wenn man im Meer geschwommen hat und dann mit der Zunge einmal über die Lippen fährt, dann wird man wissen, wie Meerwasser schmeckt. Und ich kann euch sagen, es schmeckt einfach salzig. Oder? Kann man das auch anders beschreiben? Ich würde es einfach salzig beschreiben. Ich würde es einfach nur so stehen lassen. So. Dieser Abschnitt hier erinnert mich an ein Level aus dem Wald in Mario World. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht wissen einige, wovon ich spreche. Da waren diese Stachelkugeln auch noch, ich glaube, gräulich, oder? Waren sie grau oder auch schon lila? Weiß ich jetzt nicht mehr, aber da gab es auch so eine Art Abschnitt, wo man vorsichtig an denen vorbeischwimmen musste. Und das ging nur, wenn sie in ihrer Nische waren, in ihrer Kuhle. Nun gut. So, dich mache ich platt. Wie sie die Augen kurz aufreißen. Au, du hast mich verbrannt. Tut mir leid, ich möchte nur auf Nummer sicher gehen. Denn in erster Linie achte ich ja darauf, dass es Mario gut geht. Und ein paar extra Münzen sorgen für ein paar extra Leben, wenn ich 100 gesammelt habe. Das kann also niemals verkehrt sein. So, sehr schön. Und runter mit uns. Einmal quer durch. Ja, wunderbar. Hier können wir sogar noch tiefer runter. Okay, Mario, schau doch mal, was du hier finden kannst. Das ist nämlich ultimative Blütenkraft. Das hat einfach mal auch nichts gebracht. Warum sind wir hier entlang geschwommen? Wofür? Für gar nichts anscheinend. Na gut. Da komme ich nicht rein. Was haben wir hier noch? Hui! Sehr schön. Ah, das führt nach unten. Okay, okay. Dafür ist dieser Weg also gedacht. Ja, ich hätte zuerst die Blume aktivieren müssen. Das war mir aber aktuell oder zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Was? Wunderblume? Ist ja lustig. Schaut mal. Das Wasser ist jetzt nicht unten, sondern oben. Und ja, ich schwimme jetzt oberhalb des Wassers. Aber das Wasser befindet sich oberhalb von uns. Also, ihr wisst schon. Achtung, Achtung! Ja, jetzt ohne Feuerblume ist das natürlich ein bisschen gefährlicher. Und jetzt habt ihr es gesehen. Ich habe ein extra Leben bekommen, weil ich wieder 100 goldene Münzen eingesammelt habe. So. Ja, die sitzen im Trockenen. Die armen Cheep-Cheeps. Vorsicht, Cheep-Cheep! Nein! Oh, das sag ich nicht. Nein, das nehme ich gleich mal mit. Super. Okay, da ist die 10er Münze. Moment, da muss ich kurz zurück.
ohne 10er-Münze werde ich das Level natürlich nicht verlassen, sofern ich alle finde. Aber in dem Fall ist es mir gelungen. Das war die dritte von insgesamt 3 lila Münzen. So, und runter mit uns. Gibt es hier noch was zu entdecken? Oh, was ist das? Achso, ich dachte gerade ein Goldpilz. Ha, sah wirklich so aus wie so ein Goldpilz aus Mario Kart. Aber es war eine Blume. Und die hat sich geformt, also das Wunder aus der Blume in Form eines Pfeils zeigt uns, wo wir hin müssen. Und es geht hier erstmal nach oben. Ja, ich weiß, ich habe da ein lila Stöpsel verpasst, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig. So, vor allem sind es auch Centbeträge, die ich hier dazu bekomme. Seht ihr das links oben? Das ist ja nicht mal eine Münze, sondern ein Zehntel einer Münze. Oh, da ist schon der Wundersam. Okay. Das heißt, das hier ist gleich gemeistert. Ich will aber ganz kurz gucken, ob es hier noch was Interessantes gibt. Uah, das sind die Schweineschildkröten. Vorsicht, bloß nicht treffen lassen. Ich meine, die sind ja ganz lieb, aber trotzdem, wenn sie uns berühren, dann nehmen wir Schaden und dann bin ich Mini-Mario. Mini-Mario! Los zum Wow! Zum Wundersamen! Wundersamen erhalten. Sehr schön. Wow, 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 wow! Moment, ich habe keinen Fallschirm angelegt. Ich habe meine Delfinabzeichen. Ja, ich bin klatschnass. Rate mal, wer die ganze Zeit schwimmt. Nicht nur Luigi, sondern auch Mario. Wir sind Schwimmweltmeister. Immer im Fluss bleiben, ja, wortwörtlich. Das kann gefährlich sein. Ah ja, okay, das ist jetzt praktisch der Abschnitt hinter der Wunderblume. Nein! Wo bist du denn hin? Oh nein, wir haben ihn irgendwie fallen gelassen. Das liebe Blümchen. Das sprechende Blümchen. So, was gibt's hier noch Schönes? Gar nichts mehr. Das ist einfach nur der Rückweg. Oder, ja, wir sind ja da nach oben geschwommen an der Stelle. Aber trotzdem gibt es hier und da ein bisschen was zu entdecken. Also ein bisschen was zu holen. Nur wie gesagt, vielleicht sollte man das Level gegebenenfalls nochmal ohne Wunderblume spielen, falls man irgendetwas nicht entdeckt hat. Aber ich denke, dass ich alles gefunden habe. Ein Wundersamen für die Wunderblume, als auch ein Wundersamen, den ich bekomme, wenn ich das Level erfolgreich abschließe. Und das ist somit auch geschehen. Hallihallo. Poplin, bist du zu Hause? Na klar, ich habe gerade Pizza gebacken. Magst du ein Stück? Ja, selbstgebackene oder selbstgemachte Pizza ist genau das Richtige. Vor allem das Beste. Man macht nur das drauf, was einem schmeckt. Ab und an mal eine Pizza? Sehr lecker. Okay, aber abgesehen von den Pizzen, die wir gerade angesprochen haben, geht es jetzt weiter. Da habe ich ja richtig Angst bekommen. Von Vögeln halte ich mich meist fern. Jetzt könnte ich wirklich eine Pause brauchen. Wie wäre es mit einem Einkaufsbummel? Ich habe gehört, dass der Laden hier ein hilfreiches Ausrufezeichen-Blockabzeichen verkauft. Denk immer daran, wenn du ein neues Abzeichen verwenden willst, drücke einfach R und ich helfe dir. Ausrufezeichen-Block. Das klingt so ein bisschen wie diese Spezial-Block-Level in Mario World. Ich glaube, da gibt es viele Parallelen zum Spiel. Bei uns blüht jeder Kunde auf. Unser aktuelles Fragezeichen, ich meine Ausrufezeichen-Block-Angebot ist hier, bitteschön. In den Leveln erscheinen Ausrufezeichen-Blöcke, auf denen du stehen kannst. Manche enthalten auch Items oder erfüllen andere Zwecke. Wundersam nehme ich mit. Und ein paar Zufallsaufsteller. Mal gucken, da fehlen uns natürlich noch alle gefühlt. Wir kaufen ja immer so 5, 6 Stück pro Einkaufsbummel, damit wir auch das hier mit der Zeit alles freischalten. Und da gibt es echt süße Aufsteller, das kann man nicht anders sagen. Und schwupps, roter Yoshi schwimmend, cool. Wollen wir ein anderes Abzeichen anlegen? Nö, erstmal nicht. Komm gerne jederzeit wieder. Mach ich. Dann geht es jetzt hier weiter, hoch hinaus mit den Pfeilschnäbeln. Oh, vielleicht aktiviere ich das Abzeichen doch. Das ist nämlich eine Art Höhle. Zeit, Daisy einzusetzen. Whoopsie Daisy. Los geht's. Und da seht ihr auch schon die Ausrufezeichenblöcke. Die wären jetzt nicht da, wenn ihr dieses Abzeichen nicht eingesetzt hättet. Also behaltet sowas auch immer im Hinterkopf. Falls ihr sagt, Mensch Katze, warum sieht bei dir das Level ein bisschen anders aus? Warum hast du da Blöcke? Das liegt daran, dass ich eben in dem Fall das Abzeichen eingesetzt habe. Dafür habe ich aber keinen Fallschirm, keinen Klimmsprung, gar nichts mehr. Oh, wie süß.
Habt ihr das auch gerade gesehen? Ich habe gerade beobachtet, wie die Schnecke zu ihrem Schneckenhaus gelaufen ist und es sich geholt hat. Und abgesehen davon, muss ich hier mal kurz erwähnen, wisst ihr, was wir gerade eingesammelt haben? Wir haben eine neue Fähigkeit im Spiel gefunden. Sie sozusagen auch freigeschaltet für zukünftige Level, in denen gekämpft wird. Wir besitzen jetzt die Blubberblume. Heißt die auch so? Seifenblasenblume oder Blubberblume? Ich finde Blubberblume ganz cool. Ich warte lieber hier. Ja, warte lieber hier. Es ist sehr gefährlich mit diesen pieksenden Vögelchen. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Okay, so war das eigentlich nicht geplant. Ich will das... Oh, so war das überhaupt nicht geplant. Ich wollte das erstmal mitnehmen, weil da unten ja noch auch was ist. Okay. Ich wusste gar nicht, dass ich hier auch noch eine Schnecke bekomme. Nur dafür bin ich runtergegangen. Okay. Ja, jede Münze zählt. Alles, was uns hilft, im Spiel voranzukommen, ist gut. Wow, nein! Tja, Pech gehabt. Ja, selbst schuld, nicht wahr? Thomas, pass besser auf. Da habe ich doch glatt meine Fähigkeit verloren. Aber lustig war's. Also ich fand's gerade lustig, wie ich da getroffen wurde. Es kam so unerwartet. So sind Videospiele. Man kann nicht immer gewinnen. Oder nicht immer seine Fähigkeiten in dem Fall behalten. Was haben wir denn hier Schönes? Aha, okay. Das hilft uns... Oh ja! Blubberblume! So können sie so heißen. Ich will es nochmal betonen. Damit können wir unter anderem nicht nur die Gegner in Seifenblasen packen, sondern, falls ich das noch nicht erwähnt habe, wir können auf die Seifenblasen auch springen. Das hat uns damals auf Nintendo in den Trailern gezeigt, die man auf YouTube sehen konnte. Zum Spiel. Lange bevor das Spiel draußen war. Tja, und schon wieder getroffen? Wieder mal keine Blubberblume. Ich brauche eine Blubberblume. Moment, so spricht Daisy nicht. Ich brauche eine Blubberblume. Ja, genau. Das ist der Punkt. Wir brauchen eine. Sonst haben wir hier vielleicht noch kleine Problemchen. Ah! Das war knapp. Und ab geht die Post durch die gelbe Röhre. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ja, hallo. Ja, hallo. Hey, hey. Lass ihn in Ruhe. Pass doch auf, ja, richtig. Richtig sagst du das. Daisy in ihrem gelb-lila-farbenen Kleid finde ich irgendwie cool. Wie seht ihr das? Wie findet ihr Daisy? Seid ihr Daisy-Fans? Gibt es einige von euch Katzenfreunde, die Daisy jetzt vielleicht weniger spielen und stattdessen lieber mit Peach oder mit Toadette spielen? Schreibt das, wenn ihr wollt, gerne in die Kommentare. Also ich wechsle ja für euch durch. Das ist klar, das habt ihr ja schon lange bemerkt. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Aber wenn ich es mir raussuchen dürfte oder müsste oder sollte, dann würde meine Wahl auf Luigi und Prinzessin Peach fallen. Die spiele ich am liebsten. Und danach so als drittes Mario. So, das sind so meine Top 3. So. Und schwupps, ich würde sogar Prinzessin Peach auf Platz 1 setzen, wenn mich jetzt jemand fragen würde. Ich weiß nicht warum, ich steuere gerne Prinzessin Peach. So. Super. Welch angenehmer Duft. Ja, der Duft ist super. Von frischen Seifenblasen. Wahrscheinlich riechen die auch ein bisschen nach Spüli. Spülmittel-Seifenblasen. Na, Lust auf Spülmittel? Nee, Lust auf Wunder. Okay. So viel zum Thema Seifenblasen. Ja, das ist doch mal ein Seifenblasen-Wunder. Ui, yeah, ja. Ich liebe es. Und die Musik. Boah. Ja, gute Laune einfach. Gute Laune. Wenn man mal keinen guten Tag hatte, muss man einfach die Musik hören oder das Spiel spielen. Schon geht's einem gut. Und ich will aber trotzdem zum Wundersamen. So, super. Geschafft. Und jetzt bedeutet das tiefer Fall. Ich habe ja meine Fallschirmmütze nicht ausgerüstet. Die Luft ist rein. Und zwar so richtig. Und zwar so richtig? Inwiefern? Wegen den Seifenblasen? Wo sind wir jetzt rausgekommen? Und was ist die gelbe Röhre? Ah, da waren wir schon, oder? Ja, genau. Und oben ist, glaube ich, die blaue. Die rote, meine ich. Also, schwuppdiwupps und schon wieder zurück. Dann geht's hier weiter. Sprung und ab ins Ziel mit uns. Das ist wundervoll. Richtig wundervoll, wie das gelaufen ist. Wir haben einen wundersamen. Dankeschön, Poplin, für das Geschenk.
Oh, da vorne wieder Piranha-Pflanzen. Die werden wir gleich mal platt machen. Fürchte dich nicht, wir sind hier, um dich platt zu machen. Okay, komisch. Ich wollte gerade sagen, fürchte dich nicht, wir sind hier, um dich zu retten. Allerdings retten wir die Piranha-Pflanze nicht. Wir machen sie kaputt, weil sie böse ist. So, fürchte dich nicht, wir machen dich platt. Okay, fürchte dich eben doch. Wölkchengebirge, das ist Welt 2. Es geht los. Zuckerwattewolken. Diese tolle Aussicht gehört ganz allein mir. Sehr schön. Und ich wohne hier im Schloss. Wow. Mit diesem Mammutbaum. Wölkchengebirge. Das sieht toll aus. So, wir sind im Wölkchengebirge angekommen. Am Gipfel sollte es einen Königssamen geben. Das wird keine einfache Reise für mich. Mir wird doch so schnell kalt. Ach ja, nicht vergessen, dass du dich jederzeit orientieren kannst, indem du L drückst. So, jetzt aber los. Katztastisch, begrüße ich euch zu Super Mario Brothers Wonder hier auf Katze. Hallihallo. Hier ist es so kalt. Hallo Prinz Florian. Willkommen im Wölkchengebirge, wo mutige Wanderer sich bis in schwindelerregende Höhen wagen. Am Gipfel ist es besonders schön. Der perfekte Ort, um laut ins Tal zu rufen. Das gibt ein tolles Echo. Leider treibt sich im Moment dieser Unruhestifter dort herum. Also sollte man den Gipfel besser meiden. Wir sind verzweifelt. Bitte befreit unseren Berg. Ich gebe euch auch diesen Wundersamen. Bitte, bitte. Nicht mit uns. Natürlich helfen wir. Bestimmt ist es wieder dieser Bowser Junior, der überall sein Unwesen treibt. Klettern wir bis hoch zum Gipfel und holen wir uns diesen Berg zurück. Und den Königssamen auch. Bitte, bitte, sagt die Blume noch. Ja, machen wir natürlich. Einen Wundersamen dafür bekommen. Vielen Dank dafür. Mein lieber Poplin, dann stürzen wir uns mal weiter. Auf der rechten Seite finden wir die Antenne fürs Online-Spielen. Das tun wir nicht. Wir führen das Abenteuer hier fort, zusammen mit der lieben Toadette. Und dazu sind wir hier, in einer Schneewelt. Sieht stark danach aus. So, wo wollen wir denn rein? 1000 Schlängler im Tier... Oh, ich wollte mich eigentlich noch weiter umsehen. Versehentlich A gedrückt, aber gut. Früher oder später wollten wir sowieso in einen Level. Dann machen wir das direkt. Moment, Moment. Ich muss auf meiner Seifenblase landen. Denn da oben scheint es was zu geben. Und wie ihr sehen könnt, habe ich mein Ausrufezeichen-Blockabzeichen angelegt. Weswegen ich da leicht nach oben klettern konnte. Diese Gummas. Das finde ich so, so toll. Wie sie da einfach da sitzen und denken, ach, ich komme hier eh nicht mehr raus. Dann bleibe ich einfach sitzen. Na toll. Passt mir gar nicht in den Kram. Und zack, weg mit der Seifenblase. Ja, es schneit, liebe Blume. Wowisaui! Ich bin wieder ein Elefant. Boah. Da ich vor kurzem einen Kommentar bekommen habe mit der Frage, Mensch, Katze, kannst du vielleicht mal in Mario Wonder zeigen, wie Yoshi als Elefant aussieht? So ist meine Antwort leider, tut mir leid, das geht leider nicht. Denn die Yoshis als auch Mopsy haben nicht die Fähigkeit bekommen, sich zu verwandeln. Es gibt also keinen Blubber-Yoshi und auch keinen Elefanten-Yoshi oder auch keinen Feuer-Yoshi, um Feuerbälle zu schießen zum Beispiel. Dafür sind sie aber unverwundbar. Also man hat hier seinen Vorteil als auch seinen, ich sag jetzt mal, Nachteil. Man muss da Abstriche machen. Aber trotzdem sind die Yoshis ganz cool, weil sie eben auch Gegner mit der Zunge aufnehmen können, Items auch in den Mund nehmen können, um sie dann auf andere zu spucken. Zum Beispiel, man nimmt mit Yoshi eine Elefantenfrucht auf mit der Zunge und spuckt sie einem Mario entgegen, falls man zusammenspielt. So kann man sich auch gegenseitig ein bisschen unterstützen. So, theoretisch kann man sogar ein extra Item haben links oben. Inklusive ein zweites, das von Yoshi in seinem Mund getragen wird, oder? Da kann man so ein bisschen was überlegen und ein bisschen was kombinieren, sage ich jetzt mal. An Fähigkeiten und an, naja, Limitierungen seitens der Charaktere. Okay, aber jetzt zurück zum Spiel. Toadette, mach dich bereit.
Wir wollen hier mal gucken, was es Schönes zu entdecken gibt. Ich will da nach oben. Aber ich glaube, das klappt nicht. Das klappt vielleicht aber mit der Mütze, mit der Flugmütze. Habe ich jetzt leider nicht ausgerüstet. Ich habe ja dafür die Ausrufezeichenblöcke. Und da ist eine Eule. Wind, Wind, heule. Im Dach wohnt eine Eule. Sie ärgert sich den ganzen Tag. Weil sie kein Mensch mehr jagen darf? Ging das so? Aber Eulen jagen doch keine Menschen. Egal. Vielleicht kennt irgendjemand von euch das Lied und weiß es besser. Was haben wir denn da oben? Ein paar Münzis. Münzis, Münzis, Münzis. Und mit dem Rüssel zerstören wir einfach alles. So verschwinden die ganzen Schneeblöcke. Ja, das läuft wunderbar. Aber wie schön abwechslungsreich das Spiel auch ist. Ich meine, wir sind erst am Anfang des Spiels und dürfen jetzt schon durch eine Schneewelt. Das gefällt mir so, so gut. Da, 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 da. Wow! Das sind übrigens diese Pokémon. Wie heißen das Pokémon nochmal? Aus Schild und Schwert. Von Typ Kampf. Das war auch so ein Tausendfüßler. Und eine Wunderblume. Doch dazu brauchen wir erstmal einen Tausendfüßler, der die Steinblöcke entfernt. Da, da kommt er. Wo kommt eigentlich der Schnee? Na, von oben. Ja. Und rein mit uns. Jetzt wird's wundervoll. Wow. Jetzt schneit so richtig. Ein Schneesturm. Er wird mich begraben. Nein, der Schneesturm wird dich nicht begraben. Die arme Blume. Stell dich mal vor, die Blumen sagen auch in Wirklichkeit was, was wir Menschen nicht hören können. So von wegen, oh nein, es schneit, Hilfe. So. Vielleicht ist das ja eine nicht kälteempfindliche Blume. So, und jetzt mit dem Powerblock, boom. Naja, viel hat er nicht gebracht. Und da oben wieder, der boxende Tausendfüßler. Oh nein, Hilfe! Das könnte auch dieser Boxer aus The Legend of Zelda Link's Awakening sein. Im letzten Schloss war es der Zwischengegner, bevor man den Feuerstab bekommen hat. Den sogenannten Sumaria-Stab. Wobei der in Link's Awakening auf der Switch, glaube ich, Feuerstab hieß und nicht mehr Sumaria-Stab, oder? Naja, egal. Party! Macht alle mit! Wir tanzen und singen. Zusammen mit Toadette laufen wir durch die Welt. Wir haben super ganz viel Spaß. Super ganz viel Spaß. Okay, so ganz grammatikalisch richtig war das vielleicht nicht am Ende. Hauptsache wir haben Spaß, meine Lieben. So, wo ist denn der Wundersamen? Das ist mal wieder ein Wundersamen, eine Besonderheit, die dafür sorgt, dass wir unendlich lange diesen Zustand beibehalten dürfen. Es gibt ja Wundersamen, die wirken nur für eine bestimmte Zeit. Da gibt es ein Zeitlimit. Das ist aber hier im Spiel nicht der Fall. Und für gewisse Wundersamen eben auch nicht. Wie zum Beispiel für diesen Schneesturm. Nun gut. Wollen wir doch mal weiterspringen. Oh, da ist das Ziel. Achtung, da ist der Boxer. Schnell weiter. Der zerboxt uns sonst diese Treppe, sodass wir keinen wunderbaren Abschluss mehr hätten. Und wowie-saui. Da haben wir auch schon unseren zweiten Wundersamen bekommen. Was hat sie gesagt? Cheerio! Wassa! Die machen so süße Laute. Mein Lieblingslaut im Spiel ist wowie-saui. Klimmsprungentest 2. Da nehme ich mal den grünen Yoshi. Der passt doch gut in die Welt. Schön kontrastreich. Ja, springe gegen eine Wand und drücke dann B, um einmal direkt nach oben zu springen. Also denk daran, Klimmsprung als auch Wandsprung. Beides lässt sich kombinieren. Mit Yoshi auch nochmal der Flatterflug on top. Für alle, die jetzt frisch einschalten, die anderen Folgen nicht gesehen haben, hier nochmal die Erklärung. Ich wechsle alle Charaktere durch und die Yoshis als auch Mopsi verwende ich für die kleinen Level. Weil die einfach unverwundbar sind. Perfekt für schwächere Spieler. Für die, die weniger Übung haben. Also, klare Sache. Schöne Sache sogar. Aber für jemanden, der das schon seit Jahrzehnten spielt. Nicht dieses Spiel, aber generell Mario-Spiele. Für den ist es dann vielleicht zu wenig Herausforderung. Daher nehme ich sie eher für die kleinen Level.
Denn so ganz ungenutzt möchte ich die Yoshis nicht lassen, denn die sind echt toll, zuckersüß und... ja, putzig einfach. Einfach putzig. Ah, nein, 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 nein. Oh. Oh, Teppichtörtchen, ich falle in die Tiefe und ich sehe keinen Boden. Na, immerhin. So, jetzt geduldig sein. Geduldig sein, mutig sein und weiterspringen. Yo, hier entlang. So, ja, das klappt wunderbar. Egal, ob mit oder ohne Flattersprung. So, oh, na. Ja, okay, 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 ich sehe schon. Ja, das habe ich ein bisschen vermasselt. Also, alle guten Dinge sind drei. Diesmal soll es aber funktionieren. Yoshi, du alter Kletterer. Du schaffst das schon. Wir zählen auf dich. Super, gleich bist du oben. Oh, jetzt hier noch. Diese Propeller. Und, oh, nee, das war vielleicht nicht ganz so klug. Das muss man ein bisschen anders angehen. Erstmal hier links. Das dreht sich so. Oh, okay, das war jetzt Zufall. Ich hatte es anders geplant. Aber solange es funktioniert, soll es mir recht sein. Und da ist noch der Zehner. Wir müssen uns also nochmal nach links kippen lassen. Zack. Easy. Gar kein Problem. Ich habe immer an dich geglaubt. Danke, dass du an mich geglaubt hast, liebe Blume. Und wir haben es geschafft. Wunderbärlich. Wundervoll. Einfach Wunder. Das ist doch wunderbar. Wunderbar. Super gemacht, Yoshi. Klasse. Damit haben wir den zweiten Test der Klimmsprünge bestanden. Und da ist ein großes Fragezeichen. Da werden wir auch noch reingehen. Dieses Abzeichen hast du gemeistert. Müsstest du es verwenden? Ja, okay. Dann verwenden wir das mal. Danke, Prinz Florian. Nicht dafür. Da waren wir, da waren wir. Hier haben wir noch ein Fragezeichen. Da ist nichts Verstecktes. Rätsel der Verstecke. Okay, interessant. Das habe ich noch nicht gesehen. Und da unten ist noch ein Level. Ist das frustrierend. Das hat dieser Unruhestifter angerichtet. Und dabei wollte ich doch noch etwas höher klettern. Ich wollte so gern bis ganz nach oben. Und jetzt? Ha, kann da nicht mal jemand etwas unternehmen? Poplin, wir sind hier, um euch zu unterstützen. Glaub mir, wir machen das. Rutschpartie im Tal. Im was für ein Tal? Wir wechseln erstmal den Charakter. Zu, ich würde sagen, Prinzessin Peach hatten wir schon lange nicht mehr, oder? Das letzte Mal im Bowser-Schloss. Nehmen wir sie. Im Platzdartal. Heißen die Gegner auch Platzdar? Hey, Platzdar, weg damit. Wir haben zwar keine Füße. Entschuldigt. Ich meine keine Hände, dafür aber Füße. So, so wird ein Schuh draus. Nein, 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 nein. Frechdachs, weg mit dir. Und zur Feuerblume. Damit sind wir gut ausgestattet. Vorsicht, Platz da, jetzt komme ich. Die sind so lustig, diese Gegner. Platz da. Ah ja, du kriegst ständig neue Eisblöcke, ich sehe schon. Und so sorgen sie für dieses Tokuwabohu in diesem Level. Na, na, nein. Nicht mit mir, Freunde. Prinzessin Peach ist mit ihrem wunderschönen Feuerkleid da, um euch, ja, das Fürchten zu lehren. Das Eis zu schmelzen. Mal kräftig ziehen. Nein! Ein unnötiger Treffer. Nein! Wow, bloß weg hier. Hallo, Koopa. Schön, dich zu sehen. Autsch. Oh, nee. Na, warte. Wow, das kann er auch. Platz da. Ich glaube, ihr seid jetzt meine neuen Lieblingsgegner. Habt ihr gesehen, wie cool der einfach sich diesen Panzer von Koopa geschnappt hat und den zurückgekickt hat? Also, die Charaktere bräuchte man als DLC, als Erweiterung im Mario Fußballspiel. Wie heißt denn das nochmal? Mario Charge Football heißt es nicht. Das war irgendein anderer Teil. Mario Strikers oder so? Ach, keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Wow, schaut mal, was für eine süße Animation von Peach. Platz da, jetzt komme ich. Nein. Kannst du nochmal einen werfen? Ich will da hoch. Ja, ja, na, noch nicht ganz. Noch einmal bitte. Ja, wunderbar. Oh, ein paar extra Münzen. Platz da, ich komme. Oh, jetzt bräuchten wir eine Feuerblume. Seht ihr die gelbe Röhre? Vielleicht kriege ich ja noch eine, dann kann ich kurz zurücklaufen. So. Und da ist er wieder. Platz da, ich muss einmal hier die Eisblöcke kicken. Wir wollen das aber nicht, hör auf. Schwupps, einmal mit dem Rüssel und zack, ist er besiegt. Jetzt hier 1 und 2 und 3. Das wird mal ein grandioser Fußballspieler.
Der heißt, Rinaldo Cristiano. Ja, ihr seht, wie einfallsreich, nicht wahr? Oder, Palexandra Aop. Ja, ich wechsle einfach nur oder tausche einfach nur die Initialien. Okay, jetzt geht's aber los. Volle Kraft voraus, einmal drüber springen und... Sehr schön. Oh, das war die dritte Münze. Die zweite haben wir vergessen, aber wir kriegen jetzt eine Feuerblume. Wir müssen zur gelben Röhre. Ich sag's euch, da wird bestimmt die Münze sein, oder? Denn ich möchte nochmal betonen... Oh, wie süß. Ich komme nur zu der gelben Röhre, wenn ich die Feuerblumenfähigkeit habe. Denn da ist ja noch ein Eisblock. Und den muss ich zum Schmelzen bringen. So funktioniert das. Oh, eine Höhle. Hallo. Uah, nein, nein, nein. So ist okay. Nein. Wow. Und wir kriegen nochmal eine Ersatzfeuerblume. Sehr schön. Die Zehnermünze ist da drüben. Wie kommen wir da hin? Ah, Moment. Bestimmt ist da ein Abgrund, oder? Ein Abgrund, durch den wir fallen dürfen. Dürfen wir hier runter? Oh, ich hab's riskiert und ich wurde belohnt. Da ist die Zehnermünze. So kommen wir dran. Okay. Alles klar. Dann geht es hier wieder raus. Und hier weiter. Weg, weg, weg. Platz da. Ich komme. Platz da. Hier ist die Prinzessin. Was für eine schöne, liebliche Musik. Ah, ich mag's. Also, die Lieder in diesem Spiel sind auch herzerwärmend. Wirklich. Das kann man nicht anders sagen. Ich liebe diese Eismusik. Dim. So toll. Und die Farben. Dieses rosa, türkise, dunkelblaue. Toll, toll. Oh, schiefe Röhren. Ah, das kenne ich doch. Klar. Das ist hier eine ganz besondere Blume. Das ist das letzte Level, das ich beim Testen von Mario Wonder spielen konnte. Da haben wir nämlich das hier. Einen riesigen Schneeball, in dem auch dieser Schneemann hier drin steckt. Hey, Schneemann, aufwachen! Komm zu dir! Wach auf! Steh auf! Aber er wollte nicht. Und da ist ein Iglo und da ist das normale Ziel gewesen. Das verschwindet allerdings. Hey, Platz da! Aufwachen! Heißt du überhaupt Platz da? Da oben. Da oben die kleinen Körnchen. Die nehmen wir auch noch mit. So, was kriegen wir da? Eine extra Münze. Vorsicht, wir kommen angerollt und zerstören damit das ganze Level. Der Schneemann! Hallo Schneemann, wie geht's dir? Hallo, ich hab dich aufgestellt, wie versprochen. Tschüss! Warte doch, da ist schon das Ziel. Aber es ist kaputt. Kann irgendjemand das Ziel bitte aufstellen? Wundersamen erhalten. Okay, da ist nichts mehr. Und der Boden ist super rutschig. So, und oh, das machen wir besser nicht kaputt. Denn so kommen wir da nach oben. Wunderbar. Also theoretisch, wenn man was vergessen haben sollte, müsste man jedes Level ohne Wundersamen einmal spielen. Ja, Wundersamen 2 für das normale Erreichen des Ziels. Ohne Wundersamen. Das schon mal vorweg. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es so sein wird. Denn da war ja schon ein Ziel. Okay. Dann gehen wir hier rein. Platz der Schütze. Das klingt doch was für einen Yoshi. Der rote Yoshi. Der ist wie gemacht für diese Eishöhle. Verschnaufpause. Und da ist Platz da. Achtung, er fordert uns heraus. Wir müssen, glaube ich, nur ausweichen. So, wow. Feuerblume, Feuerblume. Bringt mir allerdings nicht viel. Ich bin Yoshi. Yoshis haben leider keine Fähigkeiten. Kein Elefant, keine Feuerblume, gar nichts. Aber Yoshis sind so schon super cool. Dafür hat Yoshi eine Zunge. Oder habt ihr schon mal Luigi mit einer langen Zunge gesehen, um Früchte zu essen? Also ich nicht. Und da kriegen wir den Wundersamen. Super. Klasse gemacht, Yoshi. So, jetzt können wir in das nächste Level gehen. Und das ist das Fragezeichen-Level. Da nehme ich mal Luigi. Den hatten wir auch schon ein paar Level nicht mehr. Luigi, du bist an der Reihe. Rätsel des Suchtrupps. Finde alle versteckten Wundermarken. Wenn du sie allein nicht findest, suche zusammen mit Freunden. Suche zusammen mit Freunden klingt schon nach unsichtbaren Blöcken, oder? Weil es Blöcke gibt, die nur bestimmte Charaktere sehen. Genau. Peach, Mopsy.
Also wer Peach oder Mopsy spielt, der wird diese Blöcke sehen. Oder man spielt gemeinsam mit Freunden und sieht man auch diese Blöcke. Egal, man kann es ja auch alleine schaffen. Eine Wundermarke habe ich schon. Ich dachte immer, das sind Münzen, aber es sind anscheinend Marken. Und da wäre Nummer 3. 2 habe ich verpasst. Keine Ahnung, wo 2 ist. 4 und 5 fehlen aber ebenfalls noch. So. Pilz brauche ich eigentlich nicht. Ich habe ja schon eine Feuerblume. Und komme ich da rüber? Nein! Oh, versteckter Block für Luigi. Oh, ist das vielleicht eine Piranha-Pflanze? Also, ja genau, so eine Kletterpflanze. Perfekt. Oh, hätte ich das nicht gesehen, wüsste ich nicht, wie ich das holen soll. Also, das wäre mir doch glatt entgangen. Hier gibt es bestimmt noch mehr Unsichtbares. Kann ich irgendwo da rein? Nee, Fehlanzeige. Und das ist hier auch ein großes Feld. Hier muss doch auch irgendwas sein. Okay, schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Oh, jetzt sind wir einmal komplett durch. Ja, da oben ist nichts mehr, oder? Komisch. Nochmal durch die Röhre ganz kurz, um zu überprüfen, ob es da noch irgendetwas Verstecktes gibt. Nee. No, auch nicht. Ich komme nicht mal nach oben. Okay, nee, das können wir vergessen. Also, Wundermarke 1, 3 und 5 sind nicht schwer. Die hat man finden können. Kann man da runter? Soll ich es riskieren? Wow, wow, es klappt, es klappt. Wunderbar, wunderbar. Da ist Wundermarke Nummer 4. Fehlt noch Nummer 2. Und Nummer 2 wird bestimmt irgendwo hier sein, oder? Hier ist bestimmt wieder irgendwas Unsichtbares. Keine Ahnung, irgendwo hier. Könnte ich mir vorstellen. Also nochmal. Oh, wow, 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 was, was? Ich kann hier drücken. Okay. Moment, Moment, wir müssen vielleicht zurückdrücken. Gibt's hier irgendwas? Ja, hier gibt's was. Da ist sie. Wir hätten Toad gebraucht, den gelben Toad. Okay, interessant. So haben wir aber doch noch alle Wundermarken und somit den Wundersamen erhalten. Sehr schön. Luigi Time. Gut gemacht, Luigi. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Mario Bros. Wonder hier auf Katze. Wir lösen nun die Wundersamen ein und können nun das Level betreten. Was verbirgt sich dahinter? Angriff der Spießerriche. Okay, das sind die, die jetzt attackieren werden. Wow! Okay, Vorsicht. Alles klar. Das sind Spechte, oder? Oder eine Mischung aus Spechte und Kolibris, wobei Kolibris ihre Flügel so schnell schlagen, dass man das nicht sehen kann. Okay, einigen wir uns auf Specht. So, komm runter. Ja, pfeilschnell. Wahrscheinlich ist es sogar eine ganz andere Vogelart. Na gut, der düst jetzt runter in den Abgrund. Oder ist da ein Abgrund? Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Gucken wir erstmal weiter. Manchmal gibt es ja Abgründe, die in Wirklichkeit keine Abgründe sind. Oh, das ist aber lieb. Er sagte, hier, vielleicht hilft dir das. Gib alles. Oder gib nicht alles auf einmal aus. Sehr freundlich und sehr zukunftsweisend. Denn das, was er sagt, das stimmt natürlich. Wenn man etwas geschenkt bekommt, zum Beispiel zu Geburtstag ein bisschen Geld, dann soll man natürlich nicht gleich alles ausgeben. Was haben wir da oben? Ein Extrapilz. Das trifft sich gut. Weiter geht's für unseren Feuer-Mario. Achtung! Oh, jetzt können wir genau das so nutzen, um an die Münze zu kommen. Und da ist die erste 10er-Münze. Wow, wow, wow. Und wir haben sie. Das heißt, wir haben keinen ominösen Abgrund verpasst. Schnell oder vorsichtig, wie machst du's? Für gewöhnlich spiele ich Mario-Spiele sehr, sehr hastig. Sehr schnell. Wobei ich in Mario Wonder lasse ich mir schon ein bisschen Zeit. Das liegt vor allem aber daran, weil es für mich völlig neu ist. Natürlich, wie sollte es anders sein? Ein völlig neues Mario-Spiel mit noch nie dagewesenen Elementen, wie zum Beispiel der Wunderblume. Oder auch dieser Lego-Blume. Sieht echt aus wie eine Lego-Blume, oder? Los geht's! Über den Wolken. Ai, 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 ai. Macht die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man. Liegender, ich würde gerne weiter singen, aber wir sind nicht mehr über den Wolken. Demzufolge singe ich jetzt ein Schneelied. Willst du einen Schneemann bauen? Oder nicht? Dann halt nicht. Nee, der letzte Satz ist der traurigste. Da singt nämlich Anna. Oder nicht? Oh.
nur weil Elsa nicht spielen möchte. So. Und wir wollen da nach oben, aber da oben ist nichts mehr. Deswegen geht es jetzt mit Karacho nach unten. Uiuiuiui. Also übertreibt es nicht, meine lieben Freunde. Da gab es lediglich ein paar Münzen. Oh, der will rauskommen. Er hat immer noch Herzklopfen. Weil er mir zugesehen hat und das sah anscheinend sehr dramatisch aus, was ich da gerade erlebt habe. So, nein! Oh, diese Spießeriche. Da sollten wir sehr vorsichtig sein. Und da oben ist was. Da oben ist was. Wie komme ich denn da hoch? Feuerblume? Ja gut, die Feuerblume hilft mir nicht weiter. Ich bräuchte irgendein anderes Abzeichen. Zum Beispiel diesen besonderen Wandsprung. Also, Klimmsprung, so heißt er doch. Da ist aber auch was. Ja. Okay, den Klimmsprung habe ich, aber... Oh, Wunderblume, Wunderblume, Wunderblume. Zu einer Wunderblume sage ich wunderbar. Das ist doch wonderful. Echt wonderful. Also, mich wundert gar nichts mehr, was wir hier erleben. Super. Und jetzt macht euch bereit für das neue Wunder. Oh ja, cool. Wir laufen jetzt an der Wand, sozusagen. Daher sehen wir Mario jetzt von oben. Aus dieser Perspektive. Hat ein bisschen was von Mario RPG. Und damit meine ich das Super Nintendo Spiel. Ich habe vielleicht eine Stunde gespielt. Aber sonst kenne ich das gar nicht. Deswegen freue ich mich auf Mitte November. Da kommt das Remake von diesem Spiel raus. Es ist zwar ein Remake, aber dadurch, dass ich es nie gespielt habe, ist es für mich ein völlig neues Mario Abenteuer. Da freue ich mich sehr. So, ach du, das war eine knappe Kiste. So, langsam und vorsichtig über diese Brücke. Jetzt musst du das bitte für mich einmal freischaufeln, mein Lieber. Einmal mit einem spitzen Schnabel hindurch und ich komme zum Wundersamen. Supidupi, dankeschön. Da gibt es nichts weiter. Dann stürzen wir uns jetzt hier rüber. Wow, 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 wow. Da ist bestimmt was versteckt. Das sieht sehr auffällig aus. Ich lasse es erstmal diesen Spießerich freischalten. Da war was. Ja, eine Röhre. Rein mit uns. Und da ist ein Powerblock. Au, ich weiß schon, was zu tun ist. Der Powerblock... Der Powerblock muss einmal angepiekst werden von dem Vogel. Und zwar jetzt. Zack. Und da ist der Zehner gewesen. Damit haben wir... nicht nur 10 weitere Münzen, sondern auch die 3 lila Münzen in diesem Level gefunden. Oh oh, ganz viele Spießeriche. Schnell sein lohnt sich. Super. Und wir stehen, glaube ich, kurz vorm Ziel. Komm ich da hoch? Nein! Ah, das war nicht ganz so klug von mir. Bis dann, ja, Moment, gleich gehe ich ins Ziel. Ich will nur mal kurz gucken, was hier oben ist. Nochmal ein klitzekleines Versteck. Mit ein paar Münzen. So, jetzt aber. Und rüber. Geschafft. Ein wunderbarer Sprung, der dafür sorgt, dass wir nun von Poplin einen Wundersamen erhalten. Yay. Dankeschön, lieber Poplin. Sehr, sehr lieb von dir. Auf den passen wir natürlich auf. So. Eine neue Kraft. Und wir können weiter. Die Hälfte geschafft. Egal wie viel Schnee, wir haben immer geöffnet. Nichts ist uns wichtiger, als dass all unsere Kunden aufblühen. Was habt ihr denn? Ah, Wundersamen, nehmen wir mit. Die ganzen Abzeichen da hinten haben wir schon. Aber dann nehmen wir noch ein paar Zufallsaufsteller mit. In der Hoffnung, dass wir viele neue bekommen. 24 von 144 haben wir schon. Das ist echt eine Menge. Aber ihr müsst euch vorstellen, allein für die 4 unterschiedlichen Yoshis, für die Farben, gibt es natürlich, ich weiß nicht, wie viele sind das? 3, 4, 5, 6, 12 Sticker. 144, die Wurzel von 144 ist 12, das heißt 12 mal 12. Sind 12 Charaktere? Und falls sich jemand wundert und sagt, Mensch Thomas, du kannst Wurzel rechnen im Kopf? Nee, nur die 144 auf die Schnelle. Das ist eine Zahl, die sich so stark in meinem Kopf eingeprägt hat, dass ich weiß, dass die Wurzel von 144 12 ist. Keine Sorge an alle, die noch sehr, sehr jung sind. Wurzelrechnen kommt viel später. So, jetzt haben wir wieder Blubberblasen-Toadie. Da, 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 da. Ram, bam, 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 rum, bum, bam, rim, bim, bim. So, da drüben gibt es was. Kann ich das mit dem Blubber? Ne, geht nicht.
Geht die Stange vielleicht nach links raus? Oh ja. Und den Koopa... No. Los, keine... Nein! Ich mache die Koopa-Panzer ständig kaputt. Dann hole ich mir eben diesen Para-Koopa. Wir erweitern das erneut. Springen rüber, holen uns den und zack, einmal dagegen feuern. Super. Das gibt uns ein paar extra Münzen. Und jetzt schnell wieder nach oben. Vielleicht kriege ich die Münze noch. Nein, nein, nein. Oh, oh. Ja, gerade noch bekommen. Supidupi für unseren Toadie. Toadie ist wieder am Start. Oh, wir können sogar hangeln. Wir hangeln uns an dieser Zuckerstange entlang. Sieht aus wie so eine Art Zuckerstange. Vom Jahrmarkt. So, dann einmal hier hoch. Oh, ja, 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 ich sehe schon. Da gibt es wieder was, wofür ich einen Koopa brauchen werde. Am besten diesen hier. Einmal feuern und Vorsicht. Zack, mit den Seifenblasen kann man sie stoppen. Und darüber hinaus noch eine extra Münze abgreifen. Okay, damit haben wir den ersten Abschnitt geschafft. Du musst so ordentlich klettern. Ja, das stimmt. Und sogar noch einen versteckten Ein-Up-Pilz gefunden. Na, das läuft ja wie am Schnürchen. Checkpoint. Ja, ein Checkpoint. Und eine Extra-Blume. Endlich mal wieder ein Extra-Item. Das wurde aber auch höchste Zeit. So, können wir uns hier... Ach so. Ich wollte gerade sagen, was ist, wenn der Panzer zurückkommt? Haben wir dann ein Problem oder nicht? Oh, das ist schlau. Die Stange bleibt für immer ausgerichtet. Fährt nicht zurück, da der Koopa-Panzer immer dagegen fährt. Nein! Oh! Ein Extra-Leben ist mir leider durch die Lappen gegangen. Tja, Teppichtörtchen. Da war ich wohl leider nicht schnell genug. Und wie die Koopas hier mit ihren Panzern einmal so sich so abchecken. Wisst ihr, was ich meine? So, hey, Servus, schön dich zu sehen. Ja, Servus, grüß dich. Alles gut? So, dann können wir hier einmal... Ah ja, das machen wir mit dem Panzer. Einmal nach oben werfen oder dagegen. Geht beides, je nachdem, wie man gerade steht. Und dann würde ich sagen, ab durch die vermeintlich versteckte Röhre. Hey, was machen denn die Koopas hier? Ah, ich sehe schon. Oben gibt es was. Ja, ja. Und so fährt das Ding auch nicht runter. Wir können die ganze Zeit nach oben klettern. Ach, das ist ein Luxus, den wir da bekommen. Mensch, wow. Hallo, Blume. Super geklettert. Danke, dass du mich gelobt hast. Das freut mich sehr. Und wieder zurück in das, in Anführungszeichen, herkömmliche Level. Was gibt es denn hier Schönes? Ach, das hat nichts gebracht. Ich würde gerne einfach diesen Koopa aufnehmen. So, dann habe ich dich eben, ja, mit einer Stampfattacke besiegt. Und dich schleudere ich kurz nach links. Ja, dadurch bekomme ich noch mehr Münzen. Tada, tralalala. Oh, da ist ein Abgrund. Gut, dass wir da auf der linken Seite nicht runtergegangen sind. Sonst hätte ich jetzt ein großes Problem. Und aus der Röhre kommen neue Koopas raus. Das ist der Koopa-Spender. Und ihr habt gesehen, ich werfe einfach das Teil dagegen, also den Panzer, sodass die Zuckerstange hier runterfährt. Nein, 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 so war das nicht geplant. Upsi Daisy. Und Klimmsprung. Oh, da oben ist gar nichts mehr. Der Block sieht anders aus. Der Block sieht anders aus. Und wir finden eine Wunderblume. Das sieht verrückt aus. Okay, alles klar. Ich liebe das. Dadurch, dass die Wunderblumen so vielseitige Effekte haben, kommt immer etwas, was man gar nicht im Spiel erwartet. Also ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen. Vielleicht, wenn ich nachgedacht hätte, aber das kam so plötzlich, so aus dem Nichts, dass jetzt plötzlich diese Zuckerstange komplett nach oben fährt. So scheint es aktuell. Und wer weiß, welche wunderbaren Effekte noch so auf uns warten. Sehr, sehr cool. Oh, die fahren wieder zurück. Okay. Hin und her. Und da oben, das sind die Wundermarken. Die muss ich alle einsammeln. Nummer 1. Da ist auch schon Nummer 2. Para-Koopa. Der denkt sich, hey, was macht denn der Toadie hier? Und warum sieht er aus wie eine Kaugummiblase? Vor allem habe ich so ein... Ja, das ist kein Gelb mehr. Das ist so Limettengrün, oder? Limettengrün? Ja, nicht ganz. Sagen wir so eine Mischung aus Limettengrün und Vanillagelb. Wie würdet ihr diese Farbe bezeichnen von Toadies Kopf? Von seinem Hut? Von seinem Pilz? Sagen wir einfach Pilz.
Und damit haben wir alle Marken eingesammelt. Das bedeutet, dass wir einfach einen wundersamen Geschenk bekommen. Und damit endet auch der Wundereffekt. Gerade noch bevor der Paracooper erwischt wird von den Seifenblasen. Willkommen zurück. Ja, vielen Dank. Sehr freundlich von dir. So. Da können wir nur runter, nicht wahr? Das, genau, von da kamen wir, ja? Deswegen ein Sprung hierher. Und das sieht, glaube ich, nach dem Ziel aus, würde ich behaupten, oder? Ah ja, genau. Moment, da komme ich nur nach oben, wenn ich die Seifenblase nutze. Zack. Und habt ihr das gesehen? So funktioniert das. Hallo, lieber Poplin. Da sind wir auch schon. Dankeschön für den Wundersamen. Alle Wundersamen gefunden. 2 an der Zahl. Bye, bye. Tschüss. Ich glaube, Poplins und Toads können echt gute Freunde werden. Das ist doch das Dream Team schlechthin. Von Pfahl zu Pfahl erledigt. Und das ist eine Verschnaufpause. Zeit also für, ich würde sagen, Mopsy. Mopsy, dich hatten wir schon lange nicht mehr. Das letzte Mal in einem Musiklevel. Und das letzte Mal war auch das erste Mal. Ihr müsst wissen, bevor ich allerdings Mopsy wähle, wähle ich lieber einen Yoshi. Das ist einfach eine persönliche Präferenz. Ich finde, Yoshi ist einfach cooler als Mopsy. Nichts gegen alle Mopsy-Fans hier draußen, nicht wahr? Aber Yoshis sind für mich persönlich einfach besser. Die sind cooler. Aber jedem das seine. Also falls jemand von euch gerne mit Mopsy spielt, hey, super. Also das ist nicht verkehrt. Soll jeder mit dem Charakter spielen, mit dem er am liebsten spielt. Und weil hier viele Katzenfreunde ganz unterschiedliche Charaktere gerne haben, habe ich ja schon oft erwähnt, wechsle ich die Charaktere. Was mache ich denn nur? Oh, kann man auf dem Weg, der hierher führt, wieder wandern? Da bin ich aber erleichtert. Er wurde nämlich blockiert, als ich gerade hier angekommen war. Seitdem sitze ich hier fest. Und der Weg weiter nach oben ist auch blockiert. Das ist echt der Gipfel. Apropos Gipfel, wäre echt schön, wenn man da wieder hinkäme. Ich sorge dafür. Vielleicht sollte ich den Ausflug zum Gipfel einfach aufgeben. Hey, sag das doch nicht. Du musst ihn nur ein bisschen verschieben, bis ich die Piranha-Pflanzen entfernt habe. Oh, was ist das für ein geheimer Gang? Wo sind wir denn hier? Das perfekte Timing. Schwierigkeit 4 Sterne. Na, Prost, Mahlzeit. Probieren wir mal aus. Wir nehmen dafür Daisy. Whoopsie Daisy, du bist dran. Let's go, Daisy. Komm ich da rein? Nö. Toll. Wofür ist diese Röhre da? Reine Dekoration. Und? Was ist jetzt los? Das perfekte Timing. Tack, tack, tack. Und 1, 2, 3 und 4. Okay, das geht. Oh, jetzt wird es ein bisschen schneller. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, 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 oh. Und noch schneller rennen, Daisy! Daisy, renn! Oh, 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 knappe Kiste, knappe Kiste. Oh, ui. Nein, 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 nein. Ich musste korrigieren, ich musste korrigieren. Hoffentlich verliere ich dadurch nicht zu viel Zeit. Weiter, 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 weiter. Oh, noch 10 Sekunden, noch 10 Sekunden für das Level. Schnell, schnell. Daisy, bitte. Renn, renn, renn. Nein, nein, nein. Das glaubt mir doch kein Mensch. Zum Glück nehme ich das Video hier gerade auf. Hurra. Sonst würde mir niemand glauben, dass es so knapp war. Kurz vor Schluss hier an der Kante noch fast runtergefallen, weil ich nicht gesprungen bin. Tja, selbst schuld. Und alle Blumen. Hurra! Wunderbar, super. Daisy fährt wieder herunter. Und da bekommen wir einen Wundersamen. Vielen Dank dafür, lieber Poplin. Da, 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 ba, ba, ba. Haben wir 2 gesammelt? Irgendwie war ich so in dem Modus drin, dass ich richtig springe, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich bereits einen Wundersamen eingesammelt habe. Sprungfeder 1. Oh, was ist das? Ein neues Abzeichen? Könnte sein. Nehmen wir mal den blauen Toady. Aha, Abzeichentest. Du bewegst dich durch Hüpfen vorwärts und kannst höher als gewöhnlich springen. Okay, mal gucken. Oh, ich springe die ganze Zeit. Das ist wie die Sprungfeder aus Mario Galaxy. Okay, alles klar. Da kommt einfach mal das Sprungfeder-Power-Up zurück ins Spiel in Form eines Abzeichens.
Es war kein Pilz, aber ein Abzeichen. Das bedeutet, selbst wenn ich getroffen werde, behalte ich diese Sprungfähigkeit. Okay, die ist echt lustig. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Wann wählt man freiwillig diese Fähigkeit? Ich finde Charaktere so im Springen zu steuern super schwierig. Vielleicht seht ihr das anders. Oder es kommen noch weitere Level, wo das für mich spannend und wichtig wird. Keine Ahnung. Tada! Wieder ein Wundersamen. Dankeschön, lieber Poplin. Bye, bye. Sehr gut. Und jetzt Zeit für das nächste Level. Da laufen wir einmal durch die Wolke. Toll gemacht. Wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade verwendet hast, bekommen. Soll ich es anlegen? Nee, besser nicht. Das wird sonst ein bisschen zu bunt. Oh, Fragezeichen. Führt uns das zurück zu den Blütenfeldern? Ich nehme mal Luigi. Mal gucken, vielleicht kommt jetzt auch ein Gegner. Vielleicht ein Bowser-Schloss. Ein Flugschiff. Wir gucken mal. Hä, wo sind wir jetzt gelandet? Keine Ahnung. Da war ich noch nie. Okay, alles klar. Spezialwelt! Nein! Wie cool! Enorm! Unglaublich! Dieser Ort ist wirklich fantastisch. Wo sind wir hier eigentlich? Ich finde, dieses Gebiet ist etwas ganz Besonderes. Es ist geradezu ein Spezialgebiet. Königssamen gibt es hier wohl keine. Doch wir sollten uns trotzdem einmal umsehen. Ja, auf jeden Fall. Hey, cool. Direkt mal in der Spezialwelt gelandet. Schwierigkeit 5. Toll. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Mario Bros. Wonder hier auf Katze. Das perfekte Timing geht los mit Luigi. Wir sind im allerersten Level der Spezialwelt. Hat sich so ergeben, fragt nicht. Und jetzt wollen wir versuchen, hier durchzukommen. Oh, 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 oh. Nein, nein, stopp, stopp, stopp. Okay, okay, weiter, 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 Luigi! Okay, ich sehe schon, warum das Spiel oder das Level so schwer ist, warum das ein Teil der Spezialwelt ist. Oh, was, was? Ich habe nur 2 geholt. Schade. Noch einmal, neuer Versuch. Oh Mann, okay, das wird nicht einfach werden. Alles klar. So, zack, am Anfang geht es ja noch relativ langsam zur Sache. Dam, dam, dam. Und weiter geht's. Dam, dam, dam. Und rüber. La, 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 la. Luigi, pass bitte auf dich auf. So, rüber. Oh, schnell, schnell, schnell. Sehr gut. Oh, die Münzen muss ich zum Glück nicht mehr einsammeln, sobald sie einmal eingesammelt worden sind. Wow, wow, knappe Kiste. Vorsichtig. So, hoch, rüber. Münze holen. Weiter, 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 weiter. Nein, wow, hi, ha, hu. Renn, Luigi! Oh, 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 what? Ah! Oh, Mann. So, jetzt habe ich einige Versuche gebraucht. Das seht ihr links oben an meinem Leben. Das ist jetzt, keine Ahnung, mein 11. oder 12. Versuch. Und jetzt soll aber alles gelingen. Nach ganz viel Übung. Zack und zack. Rüber, rüber, rüber. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr macht. Allerdings muss ich sagen, dass ich mit der Fallschirmmütze ein ziemlich praktisches Abzeichen gewählt habe für diese Aufgabe. Vielleicht findet ihr sogar ein besseres. So, rüber und rüber und rüber und rüber und hoch und rüber und weiter und hoch und rüber und weiter und hoch und rüber und weiter und hoch und rüber und schneller, immer schneller, immer schneller. Renn, Luigi. Luigi, renn, renn. Wand, Sprung, Wand, Sprung. Schnell, 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 schnell. Renn. Halleluja. Wundersamen erhalten. Fantastisch. Katztastisch. Ja, knappe Kiste, aber ich habe jetzt auch viele Leben verloren. Puh. Okay, wir haben es aber geschafft. Es ist, wenn man im Timing ist und relativ gut im Spiel ist, nicht so schwer. Ich würde aber sagen, man braucht schon einige Versuche, um einfach zu verstehen, wie das Level aufgebaut ist. Also nicht verzagen. Ich habe jetzt die ganzen 10, 11, 12 Versuche rausgeschnitten. Sonst würdet ihr jetzt knapp 10 Minuten sehen, wie ich ständig abstürze. Das ist zwar auf der einen Seite vielleicht ganz lustig, aber mit der Zeit dann auch ein bisschen langwierig, wenn es hier im Spiel nicht vorangeht. So, jetzt sind wir hier auf der Hauptblume. Was können wir hier machen? Wir brauchen 6 Wundersamen. Und was steht hier? Schaffst du es? Willkommen in der Spezialwelt. Hier gibt es keine Königssamen, doch du kannst deine Fertigkeiten hervorragend auf die Probe stellen.
Bist du bereit, dich der Herausforderung dieser schwierigen Level zu stellen? Na, auf alle Fälle. Aber hier geht's erstmal nicht weiter, oder? Interessierst du dich für Aufsteller? Wir haben eine große Auswahl. Sieh dich doch mal um. Ah, hier kann man spezifische Aufsteller kaufen. Falls euch also zum Beispiel ein Aufsteller vom grünen Yoshi fehlt, könnt ihr euch den gezielt hier holen. Das heißt, die doppeln sich mit der Zeit, oder? Weil sonst gäbe es keine spezifischen Aufsteller, würde ich jetzt mal behaupten. Wisst ihr, was das Schöne aber ist? Die Aufsteller kann ich ja online nutzen, um zum Beispiel an einer kniffligen Stelle einen Aufsteller hinzustellen, sodass ihr die schwierigen Level einfacher meistern könnt. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich ausgedrückt. Schwebehochsprung, das machen wir. Das heißt, wenn ihr das schwierige Level spielt und ihr verliert an einer Stelle, könnte ich das Level selbst auch spielen und dort einen Aufsteller hinstellen. Springe durch kurzzeitiges Schweben höher als normal. Was ist das? Ach, das ist der Schwebesprung. Das ist das, wie sich normalerweise Luigi steuert. Wisst ihr, was ich meine? Luigi hat dieses Laufen in der Luft. Und das bekommen wir jetzt in Form eines Abzeichens. Interessant. Autsch. Ja gut, ich bin mit Yoshi unverwundbar. Alles kein Problem. Und dann wollen wir ja vielleicht darüber. Super, schon gemeistert. Und vorbei an der Piranha-Pflanze. Damit haben wir das Level. Ah, noch nicht ganz gemeistert. So, oh, jetzt mit. Oh, da drüben, da drüben. Oh, super. Und die wollten mich einfach auffressen. Ich sehe schon. Zack, der gelbe Yoshi ist super. Der hat es geschafft. Tada! Ein Wundersamen erhalten. Coolio. Dankeschön, lieber Poplin. Mit dieser Errungenschaft können wir direkt weitermachen. Toll gemacht. Und wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade verwendet hast, geschenkt bekommen. Soll ich es anlegen? Oh, vielleicht später. Das ist zwar ganz nett, aber es gibt noch keinen Punkt, wo ich sage, das brauche ich. Okay, jetzt geht es wieder darum, in einer kurzen Zeit erfolgreich durch einen Kampf zu kommen. In der sogenannten Wölkchen-Arena. Besiege alle Gegner. Ja, wir kennen das Spielchen. Und ich empfehle euch nicht den Elefanten. Lieber etwas wie die Blasen oder die Feuerblume, weil man dann einfach in Anführungszeichen schießen kann. Das ist doch viel praktischer. Mal gucken, ob mir das so gelingt. Man kann ja aus der Ferne ein paar Blubberblasen abschießen zum Beispiel. Funktioniert aber, wie es aussieht, bei den großen Wolken nicht. Die muss ich also mit einem Sprung besiegen. Und den da oben noch mit einer Blase. Na komm. So, jetzt. Sehr gut. Der da oben wurde besiegt und wir können weiter. Also, nimmt die Feuerblume, nimmt die Seifenblasen. Vielleicht wird der Elefant später mal... Was ist das? Ah, okay. Mit der Wolke, super. Ja, vielleicht wird... Boah, das ist klasse. Vielleicht wird der Elefant später mal interessant. Oder praktisch, aber ich glaube... Ja, man kann so besser die Gegner besiegen. Vielleicht kommt ihr auch mit dem Elefanten besser klar. Das, was ich hier sage, ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt mit dem Elefanten besser solche Level abschließen, dann nehmt unbedingt den Elefanten. Also, ich habe gute Erfahrungen mit der Feuerblume gesammelt und ich muss sagen, auch mit der Seifenblasenfähigkeit. Jetzt ist nur die Frage, wie schnell muss ich denn sein? Ich muss... Oh, unter 70. Ja, deutlich. 13... Ja, knapp. 12,5 Sekunden. Wundersam erhalten. Das lief viel besser als beim ersten Mal, als wir diese drei Räume mit den Gegnern bezwungen haben. Das war sehr knapp, da habe ich mir die Münze nachträglich noch geholt. Okay. Und tada! Genug Wundersamen, um das nächste Level zu betreten. Eine Wolkenwelt. Watteweiche Flauschewölkchen. Da nehme ich mal Prinzessin Peach. Du bist an der Reihe. Oh, du hast aber ein schönes Kleid. Rosa-Lila. Tolle Farbkombination. Und ein Elefant. Wowisawi. Ich muss immer ein Elefant sein. Das stimmt irgendwie. Immer wenn ich mit der Prinzessin spiele, mit Prinzessin Peach, habe ich ein Level, in dem es Elefantenfrüchte gibt. Hoch oder runter? Wir gehen mal runter. Wir können diese Wolken nämlich nach unten drücken. So.
Nehmen wir mal mit. Oh, da oben ist was, da oben ist was. Ich sehe was leuchten. Ja, sehr schön erwischt. Und wir kriegen ein paar Münzen. Nichts Besonderes, aber nett ist es allemal. Das mit dem Jonglieren hat nicht ganz so geklappt wie gewünscht, aber alles gut. So, und ja, die Wolken gehen dann kaputt. Erscheinen dann aber wieder. Was haben wir hier Tolles? Was ist da oben? Oh, was gefunden? Lego-Blume! Einmal weggeflogen. Was haben wir denn hier Schönes zu tun? Eine 3. Und eine 2. Und eine 1. Ey, Moment! Die Hälfte ist verloren gegangen, weil die Hälfte eben nach rechts geflogen ist oder gefallen ist. Na, toll. Schade. Hätte ich gerne mitgenommen. Ja. Stachelkugeln. Die Stachelkugeln sind bestimmt von den Spikes. Was machen die denn damit? Und was ist hier auf der linken Seite? Ist da was versteckt? Das sieht sehr komisch aus, aber hier scheint irgendwie gar nichts zu sein. Na gut. Dann geht es jetzt hier auf der rechten Seite weiter mit weiteren Flauschewölkchen. Es ist einfach flauschig, flauschig und so super toll. So, jetzt werfe ich den Panzer da gegen die Ziegelblöcke und dann komme ich da durch. Oh, der Panzer allein ist schwer genug, um da durchzukommen. Okay, das ist ein guter Hinweis für mich selbst. Gerade für die Zukunft, dann weiß ich Bescheid. Falls ich nochmal das Vergnügen mit Wattewölkchen habe, ja, dann kann ich einfach einen Cooper-Panzer drauf platzieren, drauf werfen. Und zack, fährt er mit dem Wattewölkchen nach unten. So, wir müssen ein bisschen bewässern, schön die Blumen gießen. Ja, bitteschön, bitteschön. Ah, ich bin die Gärtnerin. Ich gieße Blumen. Als Hobbygärtner mache ich das auch. In echt sozusagen. Aber ja, Hobbygärtner ist übertrieben. Ich bin froh, wenn meine Blumen nicht verwelken. Da. Was ist das? Wie komme ich da nach oben? Okay. Okay, das nehmen wir mit. Vielleicht können wir da rein. Da, wo die Galumbas rauskommen. Ne, die heißt nicht Galumbas. Ja, die Tomaten-Gumbas. Eine Wunderblume. Was passiert jetzt? Ich bin ein Flauschewölkchenkasten. Interessant. Kann ich K.O. gehen? Wahrscheinlich schon, oder? Wenn ich zerquetscht werde. Ja, du bist gut in Form. Ja, buchstäblich gut in Form. Ich bin ein Rechteck. Und als Wolkenrechteck springe ich fröhlich durch die Gegend. Und muss auch meine Wolkenfreunde leider runterdrücken. So. Du fügst dich gut ein. Du fügst... Ja, ich füge mich gut ein. Ja, schönen Dank auch. Ja, tatsächlich. So, eine Minute haben wir noch Zeit, um das Level abzuschließen. Oder zumindest den wundersamen Bereich. Aber das soll uns an dieser... Achso. Das soll uns an dieser Stelle hier auch gelingen. Und... Tada! Wundersamen erhalten. Und zurückverwandelt. Weiter geht der Spaß. Einmal nach unten. Immer schön Kräfte drauf. Kräfte drauf. Kräftig drauf. Toll gemacht. Echt drauf. Dankeschön, liebe Blume. Oh, oh, jetzt fallen wir aber in die Tiefe. Das war ja wild. Das war sehr wild. Das war aber wild. Ja, das hat sich so ergeben. Eine sehr, sehr wilde Partie, möchte man meinen. Und da ist ein 10er. Den hole ich mir mit dem Cooper-Panzer. So. Oh, das war der dritte? Das heißt, es gibt irgendwo noch eine zweite Münze? Wo habe ich die denn verpasst? Oh, da oben ist noch was. Oh, ein extra Pilz. Sehr gut. Aber wo habe ich denn bitte die zweite Münze verpasst? Das war ja gibt es, ich meine, es gibt keinen Bereich, den ich übersprungen habe, obwohl ich die Wunderblume eingesammelt habe. Sehr komisch. Wirklich, wirklich komisch. Ich kann mir jetzt aktuell keinen Reim draus machen, außer aber ich riskiere es und springe in irgendeinen Abgrund. Jetzt wäre nur die Frage, welcher der vielen Abgründe führt mich wirklich ans Ziel? Dazu muss ich sagen, vielleicht ist es am Ende auch kein Abgrund, sondern die Münze ist irgendwo ganz oben versteckt. Oder ich muss als Elefant irgendeine bestimmte Stelle bewässern? Nee, also keine Ahnung. Weiß ich jetzt auf die Schnelle nicht. Ich laufe jetzt mal weiter.
Entweder sie kommt noch vor oder eben nicht. Dann werden wir uns beim zweiten Mal, wenn wir das Level betreten, das war ja wild, nochmal eine Portion mehr Zeit nehmen und noch gründlicher sein. Wenn es auch heißt, dass wir mehrmals in Abgründe springen müssen, dann machen wir das. Alles für diese eine Münze. Da würde ich in die Tiefe fallen. Und was ist hier? Da ist gar nichts. Oh, schnell da rein. Ja, wunderbar. Das war aber auch knapp. Hätte schief gehen können. Aber Elefanten-Peach hat es geschafft. Gut gemacht. Watteweiche Flauschplattformen. Dankeschön, lieber Poplin. Dann geht es jetzt weiter zu einem Schild. Mal gucken, was das Schild zu sagen hat. Fast da. Der Gipfel ist fast erreicht, doch der letzte Teil des Weges ist auch der gefährlichste. Schau doch einmal im Laden herein, um dich mit den nötigen Vorräten zu versorgen. Ja, im Laden. Kommt er noch? Kommt da oben ein Laden? Da ist Kamek! Hey Kamek, du alter Spion. Willst du mich attackieren oder wie? Was macht er da? Irgendwas plant er. Okay, ein Portal. Wow, da kommt ein riesiges Bowser-Schiff raus. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, er flieht jetzt oder macht sonst was. Na gut, dann sollten wir jetzt mit Frauenpower da rein. Und deswegen wähle ich Toadette. Toadette, du bist die erste Wahl für mich für dieses Level. Luftgaleere im Wölkchengebirge. Zeig, was du drauf hast. Wow. Das sieht sehr imposant aus. Das sieht ja mal cool aus. Boah, schau dir mal die grünen Wolken an. Die grünen Haare, dieses grüne Licht. Oh, ist denn schon Silvester, ihr Menschenskinder? Wie cool. Kleine Feuerwerkskörper. In Form von Gegnern? Die scheinen aber verhältnismäßig ungefährlich zu sein. Vielleicht sind sie gefährlich, wenn man... wenn sie einen berühren oder so. Aber ansonsten sehen sie erstmal friedlich aus. Cool. Oh, oh, oh. Ich habe mich versehentlich aus der Ferne schon mit der Feuerblume aktiviert, ohne dass ich es wusste. 5 Münzen. Und jetzt hier. Los geht's. Sehr schön. Wo bin ich denn hier? Du bist auf einer Luftgaleere, liebes Blümchen. Ich weiß auch nicht, wie wir hierher gekommen sind. Gut, zugegeben, ich weiß es. Mit der Lego-Blume sind wir nach oben geflogen. Wie du das allerdings gemacht hast, keine Ahnung. Vielleicht wurdest du irgendwann mal mitgenommen. So, Kugelwillis. Und unten ist noch eine Röhre. Habe ich jetzt leider verpasst. Ich hoffe, die war nicht wichtig. Aber da kommen ja sowieso nur Raketenfreunde raus. Moment, Moment, ich brauche noch einen. Ich brauche noch einen. Da kann man bestimmt rein. Sehr gut. Rein mit uns. Und gut zu sehen, dass, oder gut zu wissen, dass das Feuerwerk selbst Toadette nichts anhaben kann. So. Und nochmal einen für den Zehner. Ich hoffe, das ist der zweite Zehner. Dann habe ich nichts verpasst. Ja, das war der zweite. Dann wieder durch die Röhre. Und weiter geht es hier durch das Autoscroll-Level. Schaut euch mal die Zahnräder im Hintergrund an. Das ist ein riesiges Schiff, ein gewaltiges Schiff. Verrückt. Und schön auch zu sehen, dass diese Notenblöcke viel öfter im Spiel vorkommen. Das war damals jetzt in Mario World nicht ganz so der Fall. Und wow! Da, seht ihr den Kopf im Hintergrund? Der Kopf der Galeere kann sich selbstständig machen, um zu attackieren. Also das ist mal wirklich ein Wunder. Deswegen auch Mario Wonder. Wonderful! Okay, bisher noch alles kein Problem. Bisher geht das noch vollkommen klar mit dieser Schusstechnik. Der macht sogar diese Kugelwilli-Dinger kaputt. Wow! Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich dachte, die Dinger sind unverwüstlich. Man kann sie nicht zerstören. Oh, da unten ist was versteckt. Der Wundersamen, schieß einmal bitte an die Stelle. Oh nein, zu spät ausgewichen. Egal, zumindest komme ich da jetzt rein. Und habe den Wundersamen. Super. Und der böse Kopf ist verschwunden. Na, das läuft wie am Schnürchen. Jetzt mit der Feuerblume geht es weiter. Checkpoint. Und der böse grüne Bowser-Kopf. Seht ihr den hier unten? Cool. So, so cool.
Oh, oh, Bomb, Bomb, Bombs. Oh, wie so ein Heini. Und hält aber viel aus. Bringt das was, wenn man das nach rechts schiebt? Vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Nö, eigentlich nicht. Das ist auch nicht. Ah, nein. Moment, das mache ich glatt. Ich glaube, ich schiebe das mal nach rechts. Ja, das lohnt sich. Da ist eine Röhre. Weiter, 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 Toadette. Und jetzt schnell da rein. Vielleicht gibt es da was zu entdecken für uns. Natürlich, der letzte Zehner. Fantastisch. Katztastisch. Und durch die Röhre. Jetzt sind wir im Maschinenraum. Da werden die Bob-Oms unter anderem hergestellt. Uah, das ist die Maschine, die die Bomben herstellt. Ich wette mit euch, dass auch die Bombe Bobby hier hergestellt wurde. Wisst ihr noch? Aus Mario Origami King. Und damit haben wir die Maschine schon mit einem Schlag besiegt, indem wir den Notschalter gedrückt haben. Das war jetzt nicht schwer. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ihr kennt den Spruch. Hui, 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 hui. Das war nicht ohne, das muss ich schon sagen. Und nu? Was ist jetzt los? Einfach kaputt? Was sagt Prinz Florian dazu? Sagt er überhaupt was? Mal gucken. Ja, er sagt was. Das war ja schaurig. Von großen Höhen halte ich mich meist fern. Da fällt mir etwas ein. Es gibt ja ein Abzeichen, das dir hilft, einen Fall zu überstehen. Es wird irgendwo an diesem Berg verkauft. Wenn du ein neues Abzeichen erhältst, drücke R, um dir alle anzusehen. Dort kannst du dir Abzeichen wechseln. Dankeschön, Prinz Florian. Aber wie wird's hier weitergehen, meine Lieben? Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Mario Bros. Wonder hier auf Katze. Bloß nicht den Anschluss verlieren, so heißt das erste Level, welches wir nun mit Prinzessin Daisy spielen werden. Achtung, was sind das für komische Blitze? Ah, Moment, ich muss die Brücke hier aufbauen, auf der wir hier fahren. Okidoki. Und was ist das? Ein Vogel mit einer Fliegermütze. Zielen und, ich sehe schon, Feuer! Oh, getroffen. Und es gibt Münzen. Wohl nicht perfekt gezielt, sonst wäre ich wahrscheinlich an alle Münzen gekommen, oder? So, einen Zehner nehmen wir mit. Oh, spannendes Level. Ich mag vor allem auch diesen regnerischen Hintergrund. Gefällt mir gut. Nein, 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 nein. Knappe Kiste. Weiter geht's. Aber Daisy macht das ziemlich gut mit dem Elefantenrüssel. So, zack. Schnell. Krabbel. Krabbel schneller, Daisy. Bevor die Brücke kaputt geht. Wobei, wir hatten so viel Zeit. Da konnte uns ja nichts passieren. Das war Münze Nummer 2. Checkpoint. Moment, Moment, da oben, da oben. Und wir kriegen eine Wunderblume. Was wird diese wohl erzeugen? Keine Ahnung, was passiert ist. Es regnet zumindest nicht mehr. Und Lakitos werfen mit kleinen Münzchen. Mit Blumenmünzen. Und mit gelben, normalen Münzen. Nehmen wir alles mit. Ah ja, und die Marke sind, glaube ich, auch wichtig. Denn, wie wir alle wissen, nur mit Hilfe der Marker kriegen wir auch am Ende den Wundersamen. Hallihallo! Hier geht wirklich was ab, du sagst es. Dankeschön, dankeschön, dass du an mich glaubst. Und wumms und zack. Ist ja fast wie ein Tetris-Spiel hier an dieser Stelle. Und wir haben alle Marken gesammelt und bekommen dadurch diesen Wundersamen. Zumindest, wenn wir diesen in den nächsten 12 Sekunden einsammeln. Sollte aber kein Problem sein. Und schwuppdiwupps. Wupsi-Daisy. Passt ja zu Prinzessin Daisy. Weiter geht's. Da, da, da. Und jetzt regnet es gar nicht mehr. Der Hintergrund, wie schön. Dieser Verlauf zwischen Blau und Rosa. Moment, wie komme ich da hoch? Ah, ich sehe schon. Zack und zack und wunderbar. Das war doch mal ein super Einstieg in das Video. Ein Level, welches, ja, angenehm zu spielen war. Level beendet. Das bedeutet für uns 2 weitere Wundersamen, die wir eingesammelt haben. Yay! So, wo wollen wir weitermachen? Vielleicht da auf der linken Seite. Dazu wechsle ich zuerst den Charakter. Blauer Toad, du bist dran. Und dann geht es hier weiter. Countdown am Himmel. Ah, ich sehe schon. Das kenne ich aus... Ja, ich bin vorsichtig. Das kenne ich aus Yoshi's Island.
Da sahen diese Blöcke aber ein bisschen anders aus. Denn bei 0, ja, falle ich wahrscheinlich runter. Das Ding dreht sich so lange, bis ich eben abgestürzt bin. Hier muss man schnell sein. Uiuiuiui. Und schnell wieder nach oben. So, Melonen-Piranhas. Ihr seid ja echt spitzenmäßig. Oh, da kann man nur einmal stehen. Oder nicht mal, da muss man sich sofort fortbewegen. Und euch kann ich eigentlich auch gleich mal weghauen. Zack und zack. Und bloß weg hier. Bumm. Sehr schön, Toadie. Hier ist wieder Timing gefragt. Nummer 1. Ja, das gibt nur eine Blütenmünze. Und hier, Moment, 1, 2, 3. Und was bekommen wir? Wolken. Wolken, auf denen wir stehen können. So, Achtung, ich komme und ab durch die Röhre. Wo sind wir denn jetzt? Ah, okay, okay, ich muss den Powerblock da hochwerfen, oder? Hat's geklappt? Ich hoffe, ja, doch, doch, fällt runter. Ich dachte, das geht noch schief. Und jetzt Stampfattacke runter. Super cool, unser Toadie. So, und nochmal, kann ich da oben? Ja, da kann ich auch oben raus. Also völlig egal, ob unten oder oben. So, nein, muss ich da noch drauf? Fährt das im Kreis? Ja, okay, das fährt im Kreis, tatsächlich. Da kann ich ja warten. Da, 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 da. Und das ist auch fair, man darf 10-mal drauf springen auf dieser Plattform. Dieser Paracooper sorgt dafür, dass, ja, ihr seht es schon selbst, dass die Zahl sinkt. Dass die Nummer oder die Zahl nach unten zählt. Aber es ist uns gelungen, auch wenn ich leider meine Elefantenfähigkeit verloren habe. Jetzt warte ich erst einmal. Ich habe sie ja noch in petto, links oben. Ich kann sie jederzeit noch... Oh, toll. jederzeit noch holen. Aber vielleicht kriegen wir sie jetzt auch gleich irgendwo nach dem Checkpoint geschenkt. Rüber. Oh ja, da vorne haben wir die Chance. Ganz viele verschiedene Power-Ups zu bekommen. Und es ist tatsächlich der Elefant geworden. Ich glaube, die Blubberblasen wären hier auch sehr interessant. Weil man dann herumblubbern könnte, um dann anschließend auf den Blubberbläschen zu springen. Oh nein, 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 nein! Ey, ey, aufhören damit! Nur ich darf da drauf springen. So, Moment. Ja, ich will die Wolke haben von Lakitu! Schnell, 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 beeil dich! Oh, da ist noch was. Oh, brauchen wir die Wolke, um zur Wunderblume zu kommen? Bestimmt, oder? Die Wolke ganz platt gedrückt. Durch das Gewicht des Elefanten. So, was passiert jetzt? Wow! Wir fallen! Das wirkt ja schon fast so, als würden wir mit einem Fallschirm aus dem Flieger springen. Nur in dem Spiel, in Mario Wonder, ganz ohne Fallschirm. Dafür aber mit einem Superstern und der Möglichkeit, einen wundersamen einzusammeln. Damit haben wir ihn auch. Und schwuppdiwupps, landen wir auch schon wieder im Level. Willkommen zurück. Ja, ebenfalls. Ebenfalls. Da, 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 ba, ba, bu, 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 bu. Soll ich da hoch? Soll ich auf die Wolken? Das bringt eigentlich gar nichts, aber zumindest komme ich wieder so an die Wolke von Lakitu. So, ich hätte gerne noch die Blume hier. Super. Und die Blume bringt Folgendes. Ich habe ein bisschen Angst, dass meine Wolke einfach verschwindet. Blinkt sie, wenn sie... Ja, sie blinkt. Okay. Sonst... wäre das vielleicht ein bisschen schief gelaufen. Okay, oh, wow, wow, wow. Hey, Moment, Moment. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Zeit. Ich muss da kurz runter. Ein Stern, ein Stern, ein Stern. Ja, perfekt. Jetzt sind wir unverwundbar und können sogar mit der Wolke quer durch das Level düsen. Ja, die nehmen wir alle mit. Moment. Ich vergesse immer, dass der Stern in diesem Spiel die Münzen auch ein bisschen anzieht. Sodass man sie theoretisch nicht direkt berühren muss. Hey, habt ihr das gesehen? Ich nehme ja gar keinen Schaden als Elefant, wenn mich die Melonenkerne treffen. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Tschüssi. Tschüssi. So, und was ist das? Oh, da ist das Ziel, okay. Ich brauche die Wolke von Lakitu oder alternativ müsste ich auf den Melonenkern springen. Ja, hier ist aber Timing gefragt. Moment, ich schaff das, ich schaff das. Nein! Nein! Moment, Moment, ich habe noch einen Ersatz. Apfel, einen Elefantenapfel. Ich glaube, der Lakitu wird nicht mehr kommen. Ich probiere es jetzt nochmal mit den Melonenkernen. Ja, 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 sehr gut. Geschafft. Boah, das ist katztastisch. Das war wunderbar. Und wir kriegen wundersame Nummer 2. Yeah. Countdown am Himmel.
Gemeistert. Tschüss. So, was haben wir noch? Jetzt müsste das, ja genau, dieses Level hier erscheinen. Das sieht aus wie eine Verschnaufpause. Das war ja toll. Ihr lasst euch nicht einmal von einem fliegenden Schiff aufhalten. Wenn ihr es bis hierher geschafft habt, werdet ihr sicher auch mit diesem Unruhestifter fertig. Der Berggipfel liegt direkt voraus. Ich glaube an euch. Wenn der Weg zum Gipfel wieder frei ist, können wir vielleicht einmal zusammen von dort ins Tal rufen. Das machen wir mit Fürchte das Fallen nicht mehr, lieber Kunde, sondern blühe auf mit dem Rettungssprungabzeichen. Das kaufen wir. Fällst du in Abgründe, Lava oder giftiges Wasser, springst du einmal automatisch wieder heraus. Das gibt's auch als Anstecker in Yoshis Woolly World. Spiele ich voraussichtlich nächstes Jahr für euch. So, Zufallsaufsteller. Können wir mal wieder ein paar kaufen? Ich habe so viele Blütenmünzen im Spiel schon gesammelt, dass wir hier versuchen können, unsere Liste zu vervollständigen. Ja, ich muss dazu sagen, wir sind noch weit entfernt, allein die Hälfte davon zu haben. 144 sind es insgesamt. Doch ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen werden. Peu à peu. Gut Ding will Weile haben, sagt man doch so schön. Und hier kriege ich einige dazu. So, dadurch, dass mir so viele fehlen, kriege ich auch ständig neue. Aber es kann auch sein, dass man was doppelt bekommt. Wollen wir ein anderes Abzeichen anlegen? Nö. Komm gern jederzeit wieder. Das werde ich. So, immer im Kreis. Das ist die sogenannte Verschnaufpause. Schicken wir doch mal den gelben Yoshi da rein. Mal gucken, was das für ein Level ist. Okay, hier ist erstmal nicht viel da. Wow! Okay, kunterbunt. So, von jetzt auf nachher. Da geht die Post ab. Und im richtigen Fall oder im richtigen Sprung kriege ich auch alle Wundermarken. Jetzt aber. Und zum Wundersamen. Schaut mal, wie angestrengt unser Yoshi schaut. Wir haben es geschafft. Supidupi. Dann können wir jetzt hier nach oben. Und wenn wir schon zum Turm nach oben gehen, zum Schloss, nehmen wir doch mal Mario. It's a me. Das erste Schloss hat ja Prinzessin Peach geschafft. Das zweite soll für Mario sein. Oui, oui, oui. Weg ist die Piranha-Pflanze. Da würde ich mal sagen, auf ins Gefecht. Palast des Wölkchengebirgs. Ja, du hast recht, es ist wirklich unheimlich und es schneit hier oben. Muss also super kalt sein auch, oder? Wow, wow, wow. Knochen-Piranha-Pflanzen, Skelett-Piranha-Pflanzen, die unter anderem auch gerne ein Tänzchen aufführen. Na, mir soll's recht sein. Ui, das geht ganz tief runter. Ist da was Verstecktes? Weil man das so weit... Nee. Tja, Teppichtörtchen, das ging wohl schief. Ich dachte, da ist vielleicht etwas Verstecktes. Das hat mich so gewundert, dass die Röhre so weit runter geht. Naja gut, nicht so schlimm. Hier an dieser Stelle haben wir soeben verloren. Dann geht es jetzt hier auch einfach direkt weiter. So, kann ich nicht rein. Und Achtung, Hammerbrüder. Ich finde, Hammerbrüder machen ein Level immer ein bisschen kniffliger. Okay, da komme ich nicht hoch. Weil das kein direkter Boden ist. Weil normalerweise kann ich ihn doch mit so einem Deckensprung praktisch besiegen, wenn ich unter ihm stehe. Das hätte jetzt aber an dieser Stelle nicht funktioniert. Nun gut, ich würde sagen, Mario, zeig mal, was du drauf hast. Einiges gibt es hier noch, zu entdecken. Was bringt das? Was hat das für einen Effekt? Kann ich da schnell rein? Kann ich schnell durch die Röhre springen? Nein. Oh, ich weiß nicht, ob das geht. Ich glaube, das ist gar nicht möglich, oder? Ich wüsste zumindest nicht, wie. Moment, jetzt aber. Oh, das sah aber gut aus. Mein Gefühl sagt mir, dass man da nicht rein kann. Falls es irgendjemand von euch geschafft hat und es doch geht, dann lasst es mich gerne wissen. So. Vorbei an den laufenden Skelett-Piranhas. Wie heißen die denn? Laufende Skelett... Ne, Kriechskelett-Piranhas, oder? Könnte ich mir zumindest vorstellen. Okay. Checkpoint. Super, jetzt bin ich wieder der große Mario. Und hier, nein. Okay. Das bringt nichts. Dann lasst uns hier mal weitermachen. Ja, die Blubberpflanze. Super.
Somit können wir einfach an unseren Gegnern vorbeispringen und sie noch in Blubberbläschen packen. Tja, da guckt ihr, was? So habt ihr keine Chance und könnt uns nicht stoppen. Und, ja, berührt. So in Slow Motion, wisst ihr? So in Zeitlupe ging das langsam zum Gegner. Oh ja, okay, ich sehe schon, was hier zu tun ist. Ich muss die Wunderblume nach oben drücken. Und das hat doch fabelhaft funktioniert. Tada! Was? Wie sehe ich denn aus? Okay, wenn ich mich ducke, dann bin ich normal. Und ansonsten bin ich langgezogen. Warum auch immer. Ich bin ein langgezogener Mario. Also man könnte sagen, ich bin Salzstangen-Mario. Na toll! Selbst als kleiner Mario bin ich Salzstangen-Mario. Ah, nein. Gar nicht so einfach, das auch zu sehen. Das so richtig zu verstehen. Und interessant auch, immer dann, wenn ich mich ducke, erscheinen von oben diese Blütenmünzen. Aber auch nur dann. Okay, wieder was dazugelernt. Dann springen wir mal... Okay, ich muss hier runter. Hier nach unten. Und dann... Zack! Sehr schön. Ah, Vorsicht. Da oben, das nehmen wir mit. Vorsicht, nur nicht beißen lassen. Und da ist die nächste 10er-Münze. Die schnappen wir uns. Kann ich da nicht rein? Vielleicht von der anderen Seite. Da muss es einen Trick geben. Ah ja. Schaut mal her, jetzt hat's funktioniert. Das ist die zweite lilafarbene Münze. Fehlt also nur noch eine und das ist die hier vorne. Moment, hier kann ich bestimmt rein. Super, cool. Okay, geschafft. Jetzt müssen wir nur noch das Ziel erreichen. Ach, da... Jetzt, nehmt das hier, ihr Piranha-Pflanzen. Denkt ihr, dass ihr eine Chance gegen Super Mario habt? Mitnichten. Was kommt jetzt? Hammerbrüder, oh. Die können hier durchwerfen. Das habe ich nicht kommen sehen. Toll. Wenigstens habe ich jetzt alle lila Münzen. Ah, ärgerlich. Aber gut, was soll's. Dann geht es jetzt im Schnelldurchlauf direkt wieder rüber zur Wunderblume. Und dann gebe ich Gas und renne ein bisschen durch das Level. Zumindest bis dorthin, wo wir gerade leider verloren haben. Ja, das Spiel ist wirklich schwerer geworden. Von Folge zu Folge, je weiter wir im Spiel vorankommen, desto kniffliger wird es. Aber das macht ja das Spiel aus und das macht auch Spaß. Wäre ja stinkend langweilig, wenn man alles sofort schaffen würde. Also wenn man keine Herausforderung hat. Ja. So. Das ist wie wenn man zum Beispiel draußen Fußball spielt, Tischtennis oder was anderes. Und ja, der beste Freund, die beste Freundin lässt einen gewinnen. Nur damit man auch mal gewonnen hat. Ist ja langweilig. Oder wenn die Eltern einen gewinnen lassen. Ja, dann finde ich es sogar besser, dass man mal verliert. Und aus eigener Kraft gewonnen hat. Denn wie ich immer sage, das Leben schenkt einem nichts. Und je früher man das versteht und lernt, desto einfacher ist es später im Leben. So. Oh, Achtung. Und hui. Sehr schön. Hopsala und hopsala. Mein neuer Spruch. Hopsala und hopsala. Achtung, schnell da durch. Nur nicht von den Hammer treffen lassen. Oh, da ging alles drunter und drüber. Aber zumindest habe ich jetzt den Wundersamen. Super lustig. Der Wundersamen war also insgesamt betrachtet gar nicht so weit weg, als ich vorhin gegen diese Hammerbrüder verloren habe. Nun gut, wichtig ist doch, dass wir jetzt das Tor erreicht haben. Welcher Gegner wartet diesmal auf uns? Im ersten Schloss war es Bowser Jr. Und jetzt kriegen wir sogar eine Blubberblume für den Kampf gegen... Wir werden sehen. Du schon wieder? Hey, ihr seid das ja. Seid den ganzen Weg hier hochgeklettert, nur um mit mir zu spielen, ja? Tja, wenn ihr unbedingt spielen wollt, dann spiele ich eben mit euch. Mit Wunderkraft kann ich total heftige Sachen machen. Also übt besser jetzt schon mal eure besten Panikschreie. Mein bester Panikschrei ist... Au! Okay, Spaß beiseite. So, dann zeig doch mal, was du drauf hast. Wow, knappe Kiste. Und jetzt, Treffer Nummer 1. Erstmal auf alle Bläschen gesprungen. Nein. Ja, juhu, die Kraft der Wundersamen.
da ist er wieder in seiner bösen Form, Bowser Junior. Zugegeben, er ist nicht wirklich freundlich und auch ohne diese besondere Form ziemlich frech und gemein zu uns. Aber ich habe so das Gefühl, dass er jetzt ein bisschen fieser ist. Ja, und ihr habt selbst gesehen, leider meine Fähigkeit verloren. Was ist das denn? Honig! Ah, wie klebrig! Ich meine, Honig ist lecker, aber jetzt kämpfen wir. Da können wir jetzt keinen Honig essen. Außerdem wäre das viel zu viel Honig. Der kann in Honig schwimmen. Wie machst du das? Ah, Hilfe! Wie ein kleines Krokodil. Ohne Maske sieht das so komisch aus. Also in der Form. Aber ich habe mich so unnötig treffen lassen. Timing ist wichtig. Und jetzt haben wir wieder eine Eisfläche. Ich muss aufpassen. Ich habe leider kein Power-Up, das ich nutzen kann. Links oben seht ihr es. Mein Kreis ist leer. Also, jetzt im richtigen Moment springen. Und nein, nicht Honig. Da finde ich Eis einfacher. Okay, jetzt müssen wir warten, bis er in der Nähe ist. Jetzt, komm. Boah, geschafft. Ich dachte schon, mein Sprung geht ein bisschen schief. Aber es hat funktioniert. Hä? Nein, das darf nicht sein. Ich muss weg. Zack, ist er weggesprungen. Und wir bekommen einen neuen Königssamen. Supi! Königssamen erhalten. Und da wären wir auch schon. Ach, wie schön. Das böse Schloss wird zu einem Blumenschloss. Wunderbar. La 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 hi ho. Oh, hört ihr das Echo? Mario und der Prinz können aufatmen. Der Königssamen des Wölkchengebirges gehört nun ihnen. Doch der Weg vor ihnen ist sogar noch gefährlicher und ihr Abenteuer wird immer schwieriger. Werden sie meistern, was vor ihnen liegt? Der kluge Einsatz ihrer Abzeichen könnte der Schlüssel sein. Tschüss. Und alle klatschen. Super toll. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Hallo. 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 Echo, Echo, Echo. Hallo, 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 hallo. Und? Sehr schön. Wir haben es geschafft. Damit mehr oder weniger zu 100% das Wölkchengebirge geschafft, oder? Oder haben wir irgendwas verpasst? Lass uns eine Propellerblüte nehmen, um zu den Blüteninseln zurückzukehren. Hier weht ein ziemlich starker Wind, also halte dich gut fest. Das werde ich, Prinz Florian. Und zack, wuhu, da fliegen wir auch schon los. Rüber zu den Blüteninseln. Und da wären wir auch schon. Ach, schön hier. Und da ist Prinz Florian wieder. Also los, Königssamen. Vertreibe eine der Piranha-Wolken, die Bowser beschützen. So, Achtung. Tada! Da ist der Königssamen und der sorgt dafür, dass mal wieder eine Wolken-Piranha verschwindet, diese regelrecht eingesaugt wird. So verschwindet die böse Macht. Tja. Da schaut er nicht schlecht, was? Tai, es hat funktioniert. Ich danke dir für all deine Hilfe. Am besten machen wir gleich weiter. Aber wo? Ich weiß, die Güldenfälle. Ganz oben am Wasserfall soll es einen Königssamen geben. Beginnen wir unsere Reise, indem wir nach Osten zu den Güldenfällen gehen. Das klingt nach einem sehr, sehr guten Plan, Prinz Florian. Doch, wie wird es hier weitergehen? Meine Lieben, tippt doch mal auf dieses Video. Ich denke, das könnte euch zum Lachen bringen. Na dann, bleibt katztastisch.